Hallo, Sascha Mockenhaupt hier und ihr hört niemals erste Liga. Hallo und herzlich willkommen zu Niemals erste Liga Folge 21. Wir nehmen auf am 13. Februar, es ist Dienstagabend, die Champions League geht wieder los und was könnte man an so einem Tag nicht Besseres machen, als über den SVW in Wiesbaden zu sprechen. Ja, mit von der Partie, natürlich, wie immer, Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo. Und also im Skript steht, ich soll Hallo sagen. Ich würde normalerweise freundlich, ich bin Hallo Gunnar sagen, aber laut Skript sage ich Hallo. Da halte ich mich jetzt einfach mal dran. Wir lesen ja nicht ab, wir haben uns nur Stichworte gemacht. Das war mein Stichwort, okay. Hallo Gunnar. Ja, hallo Sonja. Und außerdem, wenn uns die Technik nicht schon wieder verlässt, müsste auch noch der Micha in der Leitung sein. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja. Und Fly Eagles Fly. Ah, der Football-Fan möchte sich auch noch hier kurz verewigen. Ja, ist das dein Beitrag zum Groundhopping heute? Du hast Football im Fernsehen geschaut. Ja, ich habe es woanders geschaut, von daher könnte man das fast so zählen, ja. Okay. Kneipenhopping. Couchhopping, ja. Ja. Nein, war einfach etwas, was mich sehr gefreut hat ich nur ganz kurz hier anreißen wollte. Ja, aber da kommen wir ja vielleicht, in ein paar Monaten ja nochmal drauf zurück, da du ja, wenn das alles so klappt, die Eagles in London angucken möchtest, richtig? Das ist der Plan. Der Plan ist, seitdem ich Football-Fan bin, bin ich auch Fan der Eagles. Ich habe mir die irgendwie so ausgesucht, gibt es jetzt keinen besonderen Grund. Mir hat das Logo damals gefallen und jetzt bin ich aber seit über 20 Jahren da auch mit dem Herzen dabei und es war ja der erste Titel, das hat mich sehr gefreut und genau, die Eagles spielen jetzt das erste Mal in London, das ist ja etwas, was ich so generell nicht mag, wenn Teams außerhalb des eigenen Stadions ihre Heimspiele austragen. Und noch dazu, wenn es halt so zu Werbezwecken ist und so weiter, aber in dem Fall ist es für mich natürlich deutlich weniger aufwendig. Ich wollte mir ein Spiel der Eagles in London angucken. Die spielen im Wembley Stadion im Oktober. Das wird jetzt natürlich etwas schwieriger als amtierender Super Bowl Champion. Wahrscheinlich. Sind das dann reguläre Punktspiele oder sind das nur irgendwelche Schauspiele? Also, nein, das sind reguläre Meisterschaftsspiele. Okay. Das sind reguläre Meisterschaftsspiele und in der NFL hat ja jedes Team nur 16 Spiele, also sprich nur 8 Heimspiele. Mhm. Und wenn du davon dann noch eins abgibst, um es in London zu spielen, ja, aber gut. Ja, ja, jetzt nur noch mal eine Frage, weil ich von Football keine Ahnung habe, also auch von dem Modus fast nichts. Wenn die nur 16 Spiele haben, dann spielen die gar nicht gegen jeden in der regulären Saison, oder was? Korrekt, ja. Okay. Also es gibt zwei Conferences und die wiederum sind unterteilt in, also jeweils 16 Teams pro Conference, die sind unterteilt in 4 Divisions. Und das heißt, du hast 3 Divisionsgegner, gegen die spielst du doppelt, also heim und auswärts, das ist jedes Jahr. Und dann hast du jeweils noch eine Division aus der eigenen und aus der anderen Conference. Das heißt, du spielst, es gibt Teams, die spielst du nur alle 3 Jahre tatsächlich in der regulären Saison, ja. Genau. Okay, und es kommen auch dann die besten 6 Teams jeder Conference in die Playoffs und dann tingelt sich das dann eben bis zum Super Bowl Anfang Februar und dann ist, die Saison geht von September bis, ja, höchstens Anfang Februar für die meisten, Anfang September bis Ende Dezember und dann ist es auch schon wieder rum. Ja. Ja, das ist gut, das ist ja klassisch irgendwie so der Wintersport bei denen, während dann so Baseball so mehr so der Sommersport ist, zumindest war das früher mal so, glaube ich. Aber okay, gut, wir wollen ja eigentlich über Fußball reden. Die unsere Version von Fußball. Und da steigen wir wie üblich mit ein, mit Sonja unterwegs. Sonja, wo warst du? Ach, überall war ich. Überall? Überall. Ich habe jetzt alle Grounds. Ich habe die letzten 2 Wochen alle Grounds gemacht. Alle?
wird sich die Groundhopper-App aber freuen. Einmal durchgespielt. die ist kaputt gegangen. Nein, Quatsch. Ich habe mir erstmal das Testspiel von Darmstadt gegen Fürth angeguckt, die ja am Bölle gespielt haben. So, ich habe mir gedacht, okay, die spielen vielleicht schon 16., 17. jetzt schon aus. Das war. Warte mal, wann haben die denn Testspiel gemacht? War das noch vor der Runde jetzt? Genau, das war eine Woche vor deren Rundenstart. Deren Runde fing ja unter der Woche an und Woche davor unter der Woche sozusagen. Das war dann im Prinzip ein Tag nach unserer letzten Aufnahme oder sowas. Ja, müsste gewesen sein. Genau, weil das, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob ich das schon erwähnt hatte oder nicht. Okay. Aber hatte ich wohl nicht, das war ein 2:2. Dann war ich mal wieder in Holland, in deren zweiten Liga unterwegs, den SC Telstar gegen FC Eindhoven gesehen. Was ein ziemlich, ziemlich cooles Spiel war. Also es ist 4:1 ausgegangen, waren auch sehr schöne Tore. Es war ein Freitagabend, das Wetter war auch richtig biestig. Also irgendwie so kam zwischendurch so ein Mix aus Schnee, Hagel, Regen, alles runter und so. Das war schon, das hat schon Spaß gemacht. Wie das im Januar mal so ist, ja. Ist es relativ nah am Meer, das heißt, es zog auch irgendwie schnell durch und dann kam es immer mal wieder, dann war es wieder mal weg und so. Es war. Wo ist denn Telstar? Ist das der Ort oder heißt der Verein so? Und das ist eine. Der Verein heißt so, die Stadt heißt, glaube ich, Eimund. Da kannst du mich jetzt korrigieren. Okay, das ist dann irgendwo am Eisenmeer. Das ist ein Stück. Ne? Nicht ganz. Das ist eher an der Nordsee. Ja, gut. Das ist ein Stück südlich von Alkmaar. Ah, Nordholland. Da bin ich ja da schon öfter mal dran vorbeikommen. Warte mal jetzt. Ja, also auch nicht so weit weg von Amsterdam und so. Es ist ja da alles in der Ecke. Aber da Richtung Meer. Also es ist fast genauer Meer. Wie viele Leute waren denn da? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob die eine Zahl durchgesagt haben. Auf jeden Fall hatten die so einen Gästeblock, das war wie so ein Häuschen aufgebaut und da waren so 8 Sitzplätze drin. Also es waren wirklich handgezählte 8 Sitzplätze im Gästeblock. Alles klar. Die auch nicht alle voll waren, davon abgesehen. Da saßen irgendwie so 2 Leute drauf. Aber warte mal hier, SC Telstar zeigte mir hier, aber hier unten. Jetzt kommst du wieder und hast wieder irgendwas nachgeguckt, was ich falsch erzählt habe. Was zeigt er dir an? Das zeigte mir hier an, gerade südlich von Haarlem. Weik an See. Das ist doch nicht. Ja, gut. Ah, nee, gerade nördlich von Haarlem, so ist richtig hier. Ja. Ah, ja. Ja, da war ich ja auch schon gerade um die Ecke. Da ist ein riesen Stahlwerk. Das muss da ganz in der Nähe. Ja, gut, das haben wir jetzt nicht besichtigt. Aber nee, aber das siehst du halt von weitem. Also ich war mal da in Weik und das ist, da guckst du im Prinzip dann da so direkt da drauf. Ja, gut, es war halt stockfinster, ne? Ah, okay. Ja, ja, aber war sehr niedlich, hat irgendwie Spaß gemacht, der Ausflug. Aber das ist gut zu wissen. Lohnt sich da das Stadion? Das Stadion, ja, auch ganz süß. Die Eintrittskarten waren richtig schön. Muss man ja auch mal sagen. Ja, gibt's ja auch selten. Das Stadion war okay. Also gibt's schönere, aber es gibt auch hässlichere. Ja, weil möglicherweise bin ich da in Osterferien irgendwie eine Woche in Holland und dann. Naja, nix wie hin. Ja, guck ich mal, was sich vielleicht gerade ergibt, falls ich Zeit habe und so weiter, falls sich das so in die Familienpläne sein plant. Da kannst du halt, wir sind da halt auch hingefahren, das waren auch die einzigen, die so mal nicht geantwortet haben, weil normal Holland kriegst du die Karten schwer online vorher. Ja. Also aus Deutschland geht es meistens eh nicht, also es scheitert spätestens am Bezahlen. Und dann schicke ich meistens eine Mail hin und dann schreiben die, ja, wir legen irgendwelche zurück oder so. Und bei Telstar kam tatsächlich überhaupt keine Antwort. Aber da wir sowieso in der Ecke unterwegs waren und es auch noch laut Internet genug Karten gab, einfach ans Kassenhäuschen und kaufen. Also das geht dann schon, also man muss nicht da irgendwie so einen Fanpass haben oder sowas. Nee, das gibt einige Vereine, die sind aber, glaube ich, alles die Erstligisten, bei denen das oft so ist, auch nicht bei allen Spielen. Mhm. Aber es gibt schon viel, das siehst du vorher im Internet, ob du da irgendwie diese Clubkarte brauchst oder nicht. Okay. Ja. So, das heißt, zweite holländische Liga nähert sich auch schon wieder der Komplettierung bei dir, oder wie ist das? Ja, nur nicht ganz. Ich glaube, da habe ich jetzt so ein Drittel oder so. Die spielen halt, die haben so Spieltage, dass die, glaube ich, so gut wie immer alle zur gleichen Zeit spielen. Also die haben so einen Freitagabendtermin, an dem die immer alle spielen. Okay. Das macht es jetzt nicht einfacher. Hm. Das heißt, so eine schöne Kombination, irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag. Und Samstag auch gerne nochmal 2 Spiele, das klappt dann nicht. Die haben so 2, 3 zweite Mannschaften, die dann teilweise montags spielen. Okay.
Na gut. Aber das war es dann auch, ja. Ja, das ist jetzt aber das dafür Ziel dann. Ja, was? Ist das das Ziel, jetzt die zweite Liga voll zu machen? Das ist eins von sehr vielen Zielen. Nee, aber also da würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr sehen. Mal schauen, was sich dann noch so ergibt. Aber man kann man nicht halt nicht so eine schöne Wochenendtour machen und sieht dann drei Spiele. Das ist bei der Terminierung ein bisschen schwer. Mhm. Okay. Aber ich habe die dritte Liga wieder voll. Tada! Die dritte Liga, was hat dir da noch gefehlt? Mappen. Mappen. Also ich hatte sie ja schon voll und dann kommen halt wieder mal wieder Aufsteiger dazu. Jena war ich ja mit dem SVW neulich. Mhm. Habe ich natürlich vergessen, wie das Spiel war, aber ich war da. Ja, ja, genau, ich erinnere mich. Und dann Meppen gegen Münster habe ich mir angeschaut. 2-0 ist ausgegangen für Meppen. Ja. Warte mal, lass mich gerade überlegen, wir spielen noch auswärts in Meppen, oder? Ja, genau. Ja, das kommt noch, aber irgendwie so März oder so. Ja. Aber da hast du gedacht, da gehst du auf Nummer sicher. Das ich weiß noch nicht, ob ich da kann bei dem anderen Termin. Okay. Und es lag jetzt halt ganz gut auf dem Rückweg. Das war auf dem Rückweg aus Holland bis dann Meppen rum. Genau. Ah, okay, genau. Verstehe. Ja, das Meppen, ist ja direkt Münster, das ist ja dann, das ist ja schon fast, hat ja schon fast Derby-Charakter dann, oder? Ja, waren auch relativ viele Gästefans da. Ja, ist zumindest nicht so weit voneinander weg. Ja, genau. Mhm. Okay. Ja, und in der Woche drauf hatte ich irgendwie so gar nichts gefunden und bin dann so, weil ich nichts Besseres wusste, nach Sandhausen gefahren, hab mir die mal wieder angeguckt, daheim gegen Dynamo Dresden. Okay. Ja, Sandhausen, das geht ja von hier aus, das ist ja weniger als eine ja, Stunde. Ja, das ist ein Stündchen, dann ist man da ja, und okay. Ich sehe da eigentlich irgendwie nie Tore in dem Stadion. Ich habe uns da, glaube ich, auch schon zweimal 0-0 spielen sehen. Diesmal war es auch nur so ein mageres 1-0. Das ist aber auch schon ein bisschen her, ne? Die spielen jetzt ja schon einige Jahre zweite Liga. Ja, aber ich kann mich noch an so ein paar erinnern, so, dass ich so wirklich zwei, drei Mal mit dem SVW auch da war damals. Da sah halt auch noch da diese Hintertor-Gäste-Ecke sah da ja noch ganz anders aus. Die haben es ja auch umgebaut. Das war ziemlich mies, ja. Ich war auch immer da. Ja, das war toll, ne? Ja, das war auch eins der wenigen Stadien, wo es dann tatsächlich nur alkoholfrei gab, wo ich so denke, ey, Alter. Ach so, ja, gut, das sind deine Kriterien. Ja, aber auch sonst, das ist so ein hingerotzter Block hinterm Tor gewesen einfach. Und, ja, so schön kein Dach. Das, und ja, und auch total klein und das Stadion so zusammengestückelt und ja. Aber gut, jetzt wird es wahrscheinlich etwas schöner aussehen. Ja. Okay. Ja, und die Eintracht gegen Köln habe ich mir dann noch angeguckt. Da bin ich ja aber häufiger, das habe ich ja schon mal erwähnt. Ja, das zählen wir schon nicht mehr richtig zu Groundhog. Ich habe es mal so der Vollständigkeit halber mit reingeschrieben und okay, erwähne das. Okay. Damit du auch mal Notizen gemacht hast. Ich mache mir nie Notizen. Ihr seid ja die Streber mit den Notizen. Ja, wir bereiten uns für unsere Hörer natürlich vor. Ja? Wir wollen hier ein Top-Programm liefern. Ich habe das alles im Kopf. Okay, dann steigen wir doch mal ein in die wunderbare Welt des SVW. Wir haben gerade im Intro schon kurz Sascha Mockenhaupt gehört, von dem wird gleich noch die Rede sein. Mehrfach. Genau, mehrfach, eigentlich fast in jedem Spiel. es ging los. Unser erstes Spiel nach der Winterpause war ein Heimspiel, dem ich nicht beiwohnen konnte, derweil ich da nochmal ein Wochenende unterwegs war. Und habe natürlich auch gleich das Beste verpasst. Es war nämlich ein hoher Sieg gegen Osnabrück. Und Micha, was hast du dir da notiert? Ja, ich habe mir natürlich Notizen gemacht. Ja. Im Stadion schon? Nee, dann daheim. Ich habe mir, ich mache jetzt einfach ein paar Notizen, weil in der Regel wir ja auch über Spiele reden, die dann schon auch zumindest zwei, drei Wochen her sind. Genau, also Osnabrück, es war absolut mieses Wetter. Dauerregen mit Schnee, also schön nass kalt. Das war eigentlich so das einzig Negative. wer mir da gut gefallen hat, war Kuhn, beziehungsweise die Flanken von Kuhn, der damit auch zwei Tore vorbereitet hat. Wobei aber dann der Kuhn auch noch von Andrist übertroffen wurde, der da also auch zwei Tore vorbereitet hat und auch ein Tor geschossen hat. Den Elfer, den er da verwandelt hat, den hat er auch selbst rausgeholt. Also eigentlich sogar drei Vorlagen, ne, wenn man so will. Ja, genau, sozusagen. Also es war ja gut, also es
Ergebnis dürfte ja bekannt sein. Es war ein hoher Sieg für den SVW, auch der einzige klare Sieg dieses Jahr. Ja, 5-1 sprechen wir ruhig aus. Ja, okay, 5-1. Das war ja dann mit, das erste Mal dann mit Brandstätter und Schäffler in der Spitze. Wobei da auch auffällig war, dass Brandstätter ganz vorne drin war und Schäffler so ein Stück dahinter, zumindest in dem Spiel. Und da war es auch so, dass Andrist den angesprochenen Elfmeter sich dann doch so erbettelt hat. Also da stand es dann ja schon, 4-1 oder war das das? Das war das letzte Tor, ja. Ja, genau, also das war dann das letzte Tor und da ist Andrist wirklich so zum Ruprecht hin und so mit so, bitte lass mich schießen, ich hab mal so nach, ich weiß nicht, was ihm gesagt hat, aber man hat es eindeutig gesehen und dann hat Ruprecht ihm den Ball überlassen. Und in der zweiten Halbzeit war es eine reine Schlammschlacht, da ist auch nicht mehr so viel passiert. Da kann man jetzt auch den Greenkeepern keinen Vorwurf machen. Das war halt auch so ein Spiel, wo ja, jetzt nicht jede Chance drin war, aber wo es einfach lief. Ja, du hast da oder die Wehner haben da relativ früh den Deckel drauf gemacht. Ich hatte noch so eine Erinnerung, das hätte auch zwischendurch ein bisschen anders laufen können. Ne? Wir hatten ja irgendwie, ich glaube, 2-0 geführt, beides Mal irgendwie Ecke Kuhn, Kopfball, da einmal Mockenhaupt, einmal Ruprecht. Nee, wir hatten 1-0 geführt und dann musste Ausgleich gefallen. Also genau, die haben sogar ausgeglichen, genau. Das und, war auch per Ecke, genau. Also es gab zwei Ecken und dann stand es 1-1. Und dann war das 2-1, das war so nach einer abgewehrten Ecke, glaube ich. Stimmt, da kommt der Ball nochmal neu rein. Ja. Und dann wurde dann der Ball nochmal reingeflankt. Also das waren die beiden Assists von Kuhn. Aber bevor das 2-1 fiel, meine ich, dass doch direkt vorher Osnabrück auch eine gute Chance hatte. Oder direkt zum 2-2 oder irgend sowas. Ne? Dieser Freistoß, den Kolke da aus der Ecke kratzt. An den genau, die Osnabrücker hatten nach dem 1-1 noch einen Freistoß und der Richtung Winkel ging. Und auch danach war das dann auch offen, beziehungsweise Osnabrück hat da durchaus auch noch was nach vorne getan. Und dann war es natürlich schon, aber dann hast du dann halt auch wieder schön, da hat ja der Brandstätter sein erstes Tor für den SVW in Wiesbaden gemacht und hat da, nachdem er da schön von Andrist geschickt wurde, auch direkt eiskalt abgeschlossen, das 3-1 gemacht und dann hast du ja dann auch noch das 4-1 per Konter erzielt. Ne? Das war dann auch wieder Andrist auf Diawuzi. Also da hast du einfach zwei Gegenstöße schön zu Ende gebracht. Hattest eben auch den Platz und das ist einfach das müsste jetzt auch eigentlich jeder gemerkt haben, wenn du da unseren Jungs so viel Platz lässt, ja, und diese Gegenstöße zulässt, dann siehst du recht schnell alt aus, ja, und das haben dann eben auch die Osnabrücker erfahren, da war eben dann zur Halbzeit der Deckel schon drauf mit dem 4-1, wie gesagt, zweite Halbzeit ist da nicht mehr viel passiert, das lag halt auch einfach am Platz und das war halt dann auch wie man so schön sagt, schweres Geläuf. Da ist es anstrengender und wir haben mit dreien geführt. Und da gab es dann auch tatsächlich die erste Auswechslung vom Herrn Schäffler. Mhm. Hatten wir ja vorher auch noch besprochen. Genau, ja. Dass der nie ausgewechselt wurde und zack, wurde da das erste Mal ausgewechselt. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Andrist und Diawuzi da auch öfters mal die Seiten gewechselt haben. Das habe ich danach die Spiele nicht mehr so viel gesehen. Aber klar, das war natürlich ein Spiel, das du in der ersten Halbzeit gewonnen hast und letztlich ein bisschen zu hoch ausgefallen ist, aber gut, du hast halt die Dinger gemacht und war dann ein schöner Beginn ins neue Jahr. Ja. Sonja, noch was zu ergänzen?
Also ich muss sagen, ich habe die erste Halbzeit geguckt und zwar mit mehr Blick und einem heißen Kakao über den Stream. Also ich war auch nicht da und habe mir dann auch die zweite Halbzeit geschenkt, weil das durch war. Also da bin ich dann schön durch die Stadt und so. Ich wusste, dass das Ding haben wir gewonnen, aber es war wirklich auffällig, dass wir halt echt wieder viele Chancen auch reingemacht haben. Und dann natürlich die zwei Konter zum 3 und 4-1, die dann auch den Deckel schon drauf gemacht haben, die waren wieder richtig schön. Ja. Das andere waren ja so zwei Flanken, Kopfball von dem Innenverteidiger, Tore, wie sie für uns eigentlich auch sehr typisch sind diese Saison. Aber diese Konter, die waren natürlich auch wunderschön gespielt. Die haben richtig gut gepasst. Und damit war es dann auch durch. Also wenn man die armen Osnabrücker, muss man ja auch sagen, denen haben wir 9 Dinger eingeschenkt diese Saison. Das stimmt, mit Hin- und Rückspiel. Ich glaube, so eine Kombination so hoch hat es, glaube ich, noch keine bekommen in einer Saison. Ja, und so viele solche schönen Räume hatten wir dann auch jetzt in den weiteren Partien dann nicht mehr. Kommen wir nochmal dann direkt zum nächsten. Dann ging es auswärts nach Unterhaching. Und da fiel, ich glaube, das war kurz vor der Pause, habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube, so direkte letzte Aktion vor der Pause gab es nochmal einen Freistoß und da waren sie auch alle Mann dann halt im gegnerischen Strafraum, weil klar war, danach wird direkt abgepfiffen. War schon die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ja, und dann fällt dann da irgendwie so der Ball dem Brandstätter mehr so auf den Hinterkopf oder sowas oder verlängert den mit dem Hinterkopf dann irgendwie über den Torwart hinweg. Zum 1-0, weil sie dann auch die zweite Halbzeit über verteidigt haben. Ja, das war schon ein gewollter Kopfball. Das war jetzt nicht so mit der Stirn klassisch, aber das sah für mich schon gewollt aus. Schon, aber das ist natürlich jetzt weit ab von irgendwie gezielt und mit Druck irgendwo platziert geköpft. Ne? Das ja halt gut, aber der Torwart stand halt weit raus. Ja, ne? Der hat in Richtung Tor befördert und ja. Ich will das Tor auch nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Ja, ein bisschen. Ja, ich glaube dass er das gewollt hat. Es muss halt auch passen, ne? Hat er genau gepasst. Genau. Das war ja da auch schon cool, dass der Rüdiger Rehm hatte ja angekündigt, dass Brandstätter bei ihnen zum Torjäger wird oder in dem System. Mhm. Das war natürlich schon cool, wenn er in den ersten beiden Spielen jeweils ein Tor macht. Ja. Ja, ansonsten, ich fand, das war eine ausgeglichene Partie. Ich hatte da das Gefühl, dass es zum ersten Mal die schlechten Platzverhältnisse für uns kein Nachteil waren. Weil die Platzverhältnisse da waren auch nicht gut und die Hachinger können ja durchaus einen technisch anspruchsvollen Fußball spielen. Und das war jetzt für uns da, glaube ich, definitiv kein Nachteil. Und ja, genau. Also in der Defensive hatten wir ja auch ein, zweimal Glück. Da haben die Hachinger ja trotzdem gut kombiniert, aber dann kein Abschlussglück gehabt und aber eigentlich nur vor dem 1-0, ne? In der ersten Halbzeit, so zweite Halbzeit, haben wir dann das Ding eigentlich recht gut verteidigt. Da kann ich mich nicht an so viele Chancen erinnern. Ja, genau. Also genau, aber wenn du da halt, klar, vielleicht hättest du es dann auch so ausgeglichen, das weißt du nicht, wie das Spiel dann läuft, aber ja, also Haching hatte da in der ersten Halbzeit jetzt nicht schlechter und man hätte auch genauso gut 1-0 hinten liegen können zur Pause. Ne, also so hast du halt geführt, das war natürlich prima, ja. Auch wenn du insgesamt nicht viel zugelassen hast. Ja, wir haben es dann gut verteidigt, fand ich, das 1-0. Genau, ja, ich meine nur vorher. Also wenn du zur Pause 1-0 hinten liegst, kannst du dich jetzt auch nicht wirklich beschweren. So meine ich, ne? Nö, das kann genauso halt rumfallen, wie es für uns gefallen ist, klar. Genau, und dann, in der zweiten Halbzeit hätten wir halt auch den Deckel drauf machen müssen, ne? Also hatte ja Andris kurz nach der Pause, glaube ich, kurz nach Wiederanpfiff, die gute Chance, wo er mehr oder weniger so allein vorm Torwart steht, so seitlich zwar, aber er trifft genau den Torwart. Und, ja, genau, unplatziert eben und gegen Ende hätte Breitkreuz das dann noch hätte noch erhöhen können. Der dann auch, ich glaube, macht der einen Heber oder was macht der da? Ich weiß nicht mehr genau, der war auf jeden Fall auch so Richtung mit einem Verteil. Ja, also mit dem Verteidiger noch an den Hacken, aber auch eigentlich freie Bahn und genau, das war irgendwie so 5 Minuten vor Ende, da hätte es natürlich dann schon alles klar machen können, aber so ging es dann auch gut. Genau. Ja, mit 2 Siegen ins neue Jahr gestartet, wunderbar.
Und dann kam natürlich eine etwas oder die möglicherweise vielleicht aktuell schwerste Aufgabe, nämlich gegen den wiedererstarkten KSC, die jetzt seit dem Trainerwechsel dazu Alois Schwarz, ich glaube, in den 10 Spielen oder irgendwas, was das waren, seit bis dahin, hatten die, glaube ich, 2 Gegentore nur bekommen. Die gewinnen irgendwie ständig 1-0. Ja. Und das Spiel lief erstmal so richtig schlecht für uns. Sonja, möchtest du noch mal kurz für uns zusammenfassen? Und wie gerne. Nee, wir sind in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten. Das Ja, schon gleich nach 5 Minuten, ne? Oder 6 Minuten. relativ besch stimmt, es war relativ früh, ist beschissen, aber kann halt passieren. Hatten dann aber die eine Kernszene, an der wir, glaube ich, das Spiel alle schon dran gegeben hatten. Das war die rote Karte gegen Mockenhaupt. In Kombination Ach, und mit einer wir. Verletzung, ja. Ja, und wir waren uns erstmal alle nicht so ganz einig, war das jetzt rot oder nicht. Ihr habt euch da fast in die Haare gekriegt im Block, als wir es uns dann auch nochmal angeguckt haben. Also es war, glaube ich, fast zum Halbzeitpfiff, ne? Es gab dann noch die Chance direkt drauf, aber dann war ja auch Halbzeit, deswegen habt ihr euch das auf dem Smartphone nochmal angeguckt. Ach, und es war so, ja, man kann diese rote Karte irgendwie schon geben, weil er halt ihn mit den Armen stoppt, seinen Gegenspieler bei einem Konter. Aber ich glaube auch, dass es, wenn wir Glück haben, gibt der Schiri das halt auch nicht. Also gibt er keinen Freistoß. Wenn er Freistoß pfeift, muss er rot geben, finde ich. Dann ist halt eine Das Notbremse. war eigentlich auch mein Punkt. Ich meine, aus dem Stadion heraus kannst du es ja nie so genau erkennen, was tatsächlich, wie das Vergehen jetzt war. Aber so rein so von der ganzen Situation her, also wenn er einen Freistoß pfeift, dann war es für mich auch eine Ja. rote Karte. Das denke ich halt genauso. Dummerweise Mockenhaupt dann auch noch verletzt. Also musste dann hat er nicht nur rot bekommen, sondern musste dann auch da rausgetragen werden, mehr oder weniger. Dann hat noch Kolke diesen Freistoß, den es dann gab, der relativ dicht am Strafraum war, irgendwie auch wieder aus dem Winkel gekratzt. Also hätten wir beinahe auch 0-2 hinten gelegen. Und dann ging es in die Halbzeit und wir haben eigentlich gedacht, ach du Scheiße, gegen KSC hinten und ein Mann weniger. Aber eigentlich hat der SVW das ziemlich gut gemacht, ist halt irgendwie mehr oder weniger angerannt, so gut es ging. Hinten musste dann ein bisschen auf Glück hoffen, dass kein zweiter noch irgendwie reinfällt. Es ist auch keiner reingefallen und in der, ich glaube, 80. war es dann, oder? Dass Andres den dann doch irgendwie reingemurmelt hat. Ich glaube, Ja, abgefälschter Schuss war es dann. Ja. exakt. Und das war so ziemlich das wichtigste Tor, würde ich sagen, bisher in der Saison. Also das Spiel. Hätten wir das verloren, das wäre wirklich heftig geworden. Also so tabellenmäßig mit Karlsruhe, die so richtig stark sind gerade. Das war ein sehr wichtiger Ausgleich. Das auch noch in Unterzahl dazu. Ja, Ja. auch natürlich für die Moral, dass man es auch mal halt andersrum hat. Wir hatten es ja schon zweimal oder dreimal, weiß ich nicht. Also zweimal auf jeden Fall, dass wir ja in Überzahl dann nicht gewonnen haben. Gegen Rostock. Und was war das andere kurz drauf? Jena, Jena. Jena. Ja, genau, in Jena, natürlich. Das furchtbare Jena-Spiel. So, und jetzt ging es halt mal andersrum, dass man dann tatsächlich in Unterzahl dann noch einen Ausgleich geschafft hat gegen einen starken Gegner. Das war so gesehen, hat sich das dann eigentlich fast doch wie ein Sieg angefühlt am Ende. Ja, also zufrieden waren wir, glaube ich, alle, so gerade wenn man dran denkt, wie wir uns zur Halbzeit gefühlt haben. Ja. Wobei es sogar tatsächlich noch so ja, eine halbwegs gute Chance sogar noch gab, sogar aufs 2-1 dann kurz vor Ende. Das war wirklich erstaunlich, diese letzten 10 Minuten nach dem Ausgleich. Da war KSC ja auch ziemlich von der Rolle, ne? Da haben die ja teilweise irgendwelche Bälle sicherheitshalber ins Ausgespielt oder so, weil die irgendwie, also in so einer kurzen Zeit völlig überfordert waren. Ja. In Überzahl, ja. Ja, Gegen uns. wie da so eine Dynamik sich manchmal entwickelt. Und natürlich auch die Nordtribüne stand natürlich wie ein Mann hinter der Mannschaft. Jetzt hast du aber den PR-Sprech voll drauf, du. Genau. Nee, Ja, aber war das ist tatsächlich, halt. der am Ende war schon richtig laut, also es hat mir gut gefallen. Ja, das ist halt dieser Klassiker, wenn du halt dann diese Spieldynamik, die kriegst du dann nicht mehr so einfach umgedreht, ne? Und dann, wenn dann die Mannschaft, die Heimmannschaft auch noch, auch wenn wir ja jetzt nicht mehr Fans mit hatten wie die Karlsruhe, gefühlt, wenn die dann halt doch, oder du merkst einfach, die Mannschaft, die verwaltet und das geht halt schief. Und ja, und dann kommst du aus der Nummer so schnell erstmal nicht mehr raus. Wobei,
auch da war es bei mir so am Ende, dass ich so dachte, so, oh, jetzt aber nicht überpacen, Jungs, und noch einen blöden Konter fangen in Unterzahl. Danach sah es zwei, so, dreimal aus. Ja, ja. Und ja, also was ich halt sagen muss, ist, dass Karlsruhe wirklich ein sehr starker Gegner war. Dass wir in der ersten Halbzeit fast gar nicht durchgekommen sind. Die Pässe waren teilweise auch ungenau, aber die Karlsruher haben auch ein starkes Pressing betrieben und hatten auch eine sehr gute Zweikampfbilanz oder zumindest eine gefühlt starke in den Zweikämpfen. Die haben uns da richtig abgekocht. Und Lorenz wurde zwar, glaube ich, irgendwann ausgewechselt, aber der hat nicht nur den Freistoß da, der hat ja generell die Standards geschossen und hat ja auch das 1-0 vorbereitet. Ja. Wo er den Schleusener da schickt. Also er hat da schon auch dafür, dass er ja in der Hinrunde dann irgendwann aussortiert war oder schon Gerüchte gab, dass er wechselt. Also der zumindest hat doch, saß er mal auf der Bank. Also das so. Ja, er saß ein paar Mal auf der Bank und gab es Gerüchte. Seine letzte Torvorlage davor hatte er ja auch im Hinspiel gegen uns. Ja. Ja, aber er hat das, wie gesagt, das hat er gut gemacht und ja, also ich hatte mich da ja sehr auch aufgeregt und hatte das aber dann auch tatsächlich, muss das jetzt im Nachhinein etwas korrigieren. Das war schon, die Notbremse war eine Notbremse, wenn er sie pfeift. Ich dachte erst, dass Ruprecht da noch hätte eingreifen können, zumal der Stürmer sich, das war glaube ich auch wieder Schleusener, den Ball ja so, bremst ja so ab, um den Ball mittig an Ruprecht, an Mockenhaupt vorbeizulegen. Aber trotz allem hatten die so viel Abstand, was ja schon mal schlecht war, ja, und dann gab es halt so ein gegenseitiges Festhalten, der fällt halt hin, ja, also muss aber auch sagen, der Schiri, der hat mich ziemlich aufgeregt, weil er auch in der zweiten Halbzeit, wo unsere Jungs das noch versucht haben, da hat er so viel Kleinigkeiten abgepfiffen, die ich überhaupt nicht gepfiffen hätte oder wenn überhaupt dann für uns. Ja, wo ein Karlsruher der Ball verspringt, wir gehen hinterher und ja, der wird halt irgendwie so mit dem Körper an Körper berührt und dann pfeift er das ab. Also das war so nervig, dass er da so viel abgepfiffen hat. Aber er hat halt einen Kolke auch nicht vom Platz gestellt. Das, Da, großes Glück, ja, aber das war eigentlich noch eine viel wildere Szene. Die eingesprungene Doppelgrätsche von Kolke. Ja, die erste, die war ja noch okay irgendwie, aber beim zweiten Mal, da haut er eigentlich klar einen Spieler um, also den Gegenspieler. Ja, also da kriegt jeder Feldspieler für Rot, selbst wenn er nicht letzter Mann ist. Also mindestens mal Gelb und Freistoß, ne? Ja, aber so darfst du halt, also, ich meine, das ist ja da, den ersten grätscht er dann schön den Ball sauber ab, dummerweise zu dem nächsten Karlsruher, dann packt er die nächste Grätsche aus. Ich glaube, er so, also gewisse Fußballer würden sagen, er retuschiert ganz leicht den Ball, und um dann aber voll den Knöchel oder das Bein von, ich glaube, es war auch wieder Schleusener, zu treffen. Und ja, also entweder hat der Schiri das dann so auch gesehen, dass er den Ball spielt. Das ist das Einzige, was, wie ich es mir erklären kann. Oder er hat halt nicht die Eier gehabt, dann noch eine rote Karte zu geben. Vielleicht von beiden. Vielleicht auch, ja, vielleicht so eine Mischung. Ja. Und genau, und ansonsten war das dann auch, bist du da rausgegangen mit einem 1-1. Klar, es war Karlsruhe, es war ganz wichtig, dass du die auf Distanz gehalten hast. Und ich, ist jetzt hypothetisch, aber ich glaube, wir wären auch mit 11 Mann, hätten wir jetzt nicht mehr gerissen als das 1-1. Ist klar, kann man jetzt nicht, kann man nur spekulieren, aber so gefühlt war das so für die Moral auch ganz, ganz wichtig. Und ja, es war ja dann auch mit fast 5000 Zuschauern mal wieder ein bisschen mehr los. Und klar waren die Hälfte aus Karlsruhe. Aber ja, man hat dann auch mal wieder eine gefüllte Südtribüne gesehen. Wir gucken ja dann immer auf die andere Seite. Und wenn dann da auch immer schon nichts los ist, ist es immer so ein bisschen trostlos. Und so war das doch, fand ich, auch mit Flutlicht ein schönes Stadionerlebnis. Ja. So komplett. So. Mit Flitzer und allem. Also. Ja, stimmt, der Flitzer. Ja, besonders schön, dass der einmal flitzen gehen durfte und danach wieder unbehelligt auf die Westtribüne zurückklettert. Seine Kumpels ziehen nur hoch und verschwindet. Das war echt gut. Ja. Der eine Ordner
oder die zwei Ordner, die ich gesehen habe, haben ihren Platz nicht verlassen und er durfte einmal zu den KSC-Fans rennen und zurück im Affenkostüm. Ja. Das war schon groß. Selbst die Karlsruher haben applaudiert, meine ich, zumindest einige. Ja, ich weiß nicht. Einfach eine coole Aktion war. Ich weiß nicht, was er da für eine Geste gemacht hat, aber offensichtlich war es nicht so, dass die sich jetzt hätten irgendwie beleidigt fühlen müssen oder so, keine Ahnung. Ja, da gab es ja sogar noch ein Foto, das man auf Facebook oder Liga 3 Online oder irgendwo gesehen hat, weil der da auch so sein Kostüm, so den Reißverschluss so ein bisschen aufzieht und dann hat er da auch tatsächlich so ein Bayern-München-Tattoo gehabt auf der Brust. Echt? Also das scheint jetzt auch eher so jemand gewesen zu sein, der vielleicht sich dachte, ach, ich gehe da mal hin, ist ein bisschen was los und hab da noch ganz gute Chancen. Ja, das ist lustig, weil ich habe die Gruppe von den Jungs, das waren irgendwie, weiß ich, ich glaube 3 oder 4, die halt alle irgendwie solche Tierkostüme halt da so anhatten. Die habe ich vorher noch gesehen und dachte, die sind vielleicht eine Woche zu früh drin eigentlich mit den Faschingskostümen. Ah, okay. Keine Ahnung, vielleicht waren die auch irgendwie auf einem Junggesellenabschied oder sonst irgendwie und haben sich da irgendwie Spaß draus gemacht, ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein, ja. Aber es hat die Stimmung noch etwas war ein kleines Highlight, es war nochmal extra Stimmung dann da und ja, und danach sind dann ein paar Securities und auch aufmarschiert. Ja, da war es schon erledigt. Genau. Ja, so, also unentschieden gegen Karlsruhe, kann man mit leben. Und dann kommt mit dem letzten Spiel, was wir heute noch auf der Liste haben, nämlich das 2:2 gegen Werder Bremen 2 vom letzten Sonntag, da kommt noch so ein, ja, für mich eher so gefühlter Tiefpunkt jetzt gerade aktuell, zumindest jetzt verglichen mit den anderen Spielen, die wir bis jetzt gesehen haben. Auch so stimmungsmäßig war natürlich das jetzt das Kontrastprogramm. Statt 2.500 waren halt nur noch 20 Leute vom Gast, aber das war klar. Ich meine, zweite Mannschaft bringt üblicherweise nicht viel mit, zumal noch die erste von denen am gleichen Tag spielt. Und dann haben sie es natürlich auch noch, war das ja während des Faschingsumzugs, weswegen wir da auch, glaube ich, jetzt einen neuen Minusrekord aufgestellt haben. Mit noch nicht mal 1.500 Zuschauern. Wie viel waren es am Ende? 1.400 irgendwas? 1.300? 1.375, 74, ja, irgendwie sowas in der Größenordnung, ja. Waren irgendwie 86 weniger wie damals gegen Lotto oder so. Ja. Irgendwie so, was habe ich gelesen. Aber die hatten ja Angst, dass unter 1.000 kommen. Also dafür haben wir noch Glück gehabt. Da sind wir nochmal drumherum gekommen, ja. Um diese Scham. Aber das Spiel. Ja, das war ganz merkwürdig. Also die erste halbe Stunde ist eigentlich nichts passiert. Viel Quergeschiebe, keine Chancen rausgespielt und sonst irgendwas. Und ich dachte irgendwie, boah, lieber Himmel, hatten sie nicht vorher irgendwas von Vollgas erzählt? Und hat schon fast keinen Bock mehr auf den Rest vom Spiel. Aber dann passierte ja doch noch einiges. Zuerst hatten wir eine gute Chance und dann im direkten Gegenzug das 1-0 für Werder. So aus dem Nichts mehr oder weniger. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt nicht nur Mockenhaupt ersetzen müssen in der Innenverteidigung, sondern auch Ruprecht, der irgendwie wegen Krankheit ausfiel. Oder nee, was hat er? Muskelprobleme hat er gehabt, ne? Also es waren Brandstätter und Ruprecht, die fraglich waren. Ich glaube, beide mit muskulären Problemen. Ja, genau. Und da haben dann Karlsruhe war ja freitags und Bremen war sonntags. Das heißt, sie hatten 9 Tage Zeit, aber hat dann doch nicht gereicht. Ja. Vielleicht wollten sie auch kein Risiko eingehen gegen, weiß ich jetzt nicht. Aber ja. Ja, also ich würde auch behaupten, es lag jetzt nicht zwingend an der Innenverteidigung, dass wir jetzt da 2 blöde Tore bekommen haben. Das lag nur an dem ersten. Also das erste muss man sagen, generell muss man sagen, du bist reingegangen in das Spiel als Tabellendritter gegen den Vorletzten, der 19 Spiele nicht gewonnen hat. Klar, die jetzt einen Trainer gewechselt haben, wo du vielleicht am Anfang auch erstmal guckst, wie stellen die sich jetzt auf, wie spielen die. Aber du hast ja relativ schnell, die Bremer haben recht selbstbewusst oder zumindest mit Selbstvertrauen gespielt. Die waren lauffreudig, die haben auch mal 2-3 Mal schnell und direkt gespielt. Und
kam jetzt nicht so wirklich zu Torchancen, aber die Ansätze waren bei Bremen in der, bis auch zum 1-0 oder 0-1 deutlich besser. Ja. Also das Gesamtding hat viel besser ausgesehen. Die gesamte Spielweise. Die hatten Bock, die wollten. Und bei uns war es so, ja, gut, wir halten dagegen, klar und so. Aber du hast offensiv überhaupt kein Konzept gesehen bei uns. Und die haben wirklich diesen Arschtritt gebraucht und dass sie hinten liegen mussten. Und das kann es halt nicht sein. Ja. Ja. Immerhin, danach sind sie dann quasi aufgewacht. Ja. Hatten dann auch noch in der ersten Halbzeit, also gerade so in der Endphase der ersten Halbzeit, nochmal so einen richtig Druck gemacht dann endlich mal, wo sie ein paar Minuten quasi so den gegnerischen Strafraum belagert haben. Da hätte auch durchaus schon das 1-1 fallen dürfen, aber dann ging es da halt los mit der großen Chancenverschwendung. Der Torwart von denen hat einen auch nochmal toll rausgefischt. Ja. Ja, du hast einige Kopfbälle, die waren aber entweder zu unplatziert oder zu wenig Druck hinter. Und es war aber auch so, dass bei vielen Flanken nicht genug Leute im Strafraum waren. Das hatte der Remi ja auch gesagt nach dem Spiel. Also er hat es sehr gut analysiert. Die erste halbe Stunde verschlafen und danach auch und insgesamt zu wenig gelaufen und auch, wie gesagt, im Strafraum dann zu wenig Leute, die dann ein Tor machen wollen oder hätten können. Mhm. Und so gehst du dann mit dem 0-1 in die Pause, ja. Genau. Nach der Pause ging es aber gleich munter weiter. Also offensichtlich hat der Anpfiff noch gewirkt. Da kam es eigentlich so raus, wie ich es eigentlich von Anfang an erwartet hätte. Ich hatte ja eigentlich, war meine Erwartungshaltung vor dem Spiel eher von Anfang an Druck machen und möglichst frühe Führung und dann gegen einen Gegner, der dann wahrscheinlich wieder nachdenkt, scheiße, wir legen schon wieder zurück, ne, so lange schon nicht gewonnen und weiß nicht was, dann legst du irgendwann das 2-0 nach und dann ist das Spiel erledigt. So wäre jetzt meine ganz naive Herangehensweise gewesen, aber gut, kam jetzt anders. So, nicht nur, dass wir dann eine Menge Chancen haben liegen lassen weiterhin, dann kam es dann auch noch knüppeldick mit dem Schiri. Den hatten wir gerade eben mitgegeben beim Karlsruhe-Spiel, waren wir schon nicht so 100% glücklich, aber jetzt gegen Werder, das war eigentlich schon fast eine Frechheit, muss man sagen. Da gab es eine Szene, wo Mockenhaupt, das konnte man später im Fernsehen auch noch deutlich sehen, was wir schon das vorher... Das glaube ich nicht, dass Mockenhaupt das war. glaube ich auch nicht. Doch, Dahms wollte ich natürlich sagen. Dahms bei irgendwie, was war das für eine Situation, weiß nicht, ein Freistoß oder irgendwas, auf jeden Fall war er mit vorne und... Das war in der ersten Halbzeit, glaube ich, noch. Das war noch in der ersten, nee? Ja, das war noch in der ersten. Wenn du auf diesen Ellenbogenschlag rauskommst. Ja, richtig, genau. Das war noch in der ersten Halbzeit, ja, ist richtig. Da kriegt er, genau, kriegt einen Ellenbogen eigentlich ans Gesicht. Und sogar im gegnerischen Strafraum, also eigentlich hätte es, ich sag mal, gelb und einen Elfmeter geben müssen. Stattdessen gibt es pfeift der Stürmer faul. Das war schon mal ziemlich bitter. Und er hatte freie Sicht, ne? Meine ich. Der stand direkt nebendran, ne? Ja, also zumal der Bremer wollte, der Dahms hatte den Ball nicht, der Bremer wollte den Ball abschirmen, aber kann es natürlich so nicht machen. So, das ist ja dann völlig irrelevant. Der Ball war in der Nähe, Dahms wollte zum Ball und der fährt den Ellbogen aus, ja. Ist halt dumm. So, dann. Und da gab es auch noch eine Szene mit Scheffler, ne? Das war später, ja. Das war dann. Das war in der zweiten Halbzeit, genau, wo wir eigentlich. Ja gut, ja, den konnte ich nicht so, da war ich nicht so sicher. Also ich meine, das war zumindest eine aus der Kategorie kann man geben. Weiß nicht, ob man geben muss, aber hätte man auch durchaus einen Elfer für pfeifen können. Und dann der Höhepunkt, Abseitstor für Bremen. Irgendwie nach so einem Ball aus dem Mittelfeld. Du hast relativ schnell gesagt, okay, da war einer von uns dran, der hat unser Verteidiger hat den gespielt. Wie wir dann später klar sehen konnten, ja, Rettemann war mit dem Kopf dran, aber das war kein absichtliches Spielen des Balls. Ne? Ja, das hat mich jetzt auch geärgert, weil ich jetzt zwei Spiele hintereinander mit meiner ursprünglichen Einschätzung doch ziemlich daneben gelegen habe. sowohl bei dem Mockenhauptplatzverweis, wobei der tatsächlich strittig war. Und da dachte ich einfach, okay, der spielt den Ball und Rettemann köpft den halt blöd.
Also ich dachte, während des Spiels eben, ja, das war halt tatsächlich ein verunglückter Pass, aber der kriegt den ja einfach nur eigentlich gegen die Fresse oder halt wird halt angeschossen, ja, und kann ja gar nicht anders. Und der Ball geht ja schon auch in die Richtung. Also natürlich, das ist ja ein klarer Pass nach vorne. Also es ist vielleicht genau, nicht auf den Spieler, der ihn dann bekommen hat, ja, aber es ist ein klarer Pass nach vorne. Genau, es ist ein Pass nach vorne, der noch abgefälscht wird und wo der Schiedsrichterassistent die Fahne hebt. Das war so absurd, ja. Und jeder wartet, dass der Schiri das dann halt auch abpfeift. Ja, macht er aber halt nicht. Und der Stürmer ist dann auch noch so dreist und schießt ihn rein, ja. Ja. Ja, der hätte ja auch mal stehen bleiben können. Na ja, gut, das kriegst du ja aber beigebracht, ne? Du spielst den Spielzug erstmal zu Ende. Dem macht man natürlich keinen Vorwurf, aber irgendwie haben sich dann alle angeguckt und dachten, ja, gibt der jetzt das Tor oder was macht er jetzt? Und hat es tatsächlich gegeben, gell? Ja, also, ja. Das war schon wirklich eine der übelsten Szenen, was so. Also mich hat es ja beruhigt, dass Micha so schnell so sicher war, dass es eine richtige Entscheidung war. Weil sonst hätte ich da komplett die Krise gekriegt. Also der Linienrichter zeigt es an und der Schiedsrichter, der winkt nur ab und gibt das Tor. Das ist völlig absurd. Und dann siehst du auch noch im Fernsehen, dass der Linienrichter sowas von recht hatte. Ja gut. Und dass man das eigentlich, das kann man gar nicht anders sehen dann aus der Nähe. Ich meine, wir stehen ja sau weit weg davon, ja. Ich meine, dass der Linienrichter die Fahne hebt, weil er die Abseitsposition sieht, ist ja richtig. Die Frage ist natürlich, wird das wirksam? Also wäre es jetzt tatsächlich so gewesen, wie wir es erst vermutet hatten oder wie Micha das erst vermutet hatte, dann wäre es ja egal, ob der winkt. Der hebt ja nicht die Fahne wie ein Roboter, der irgendwie nur an der Linie steht. Wenn der sieht, dass es vom Gegner kommt, der Ball, dann hebt er die Fahne auch nicht. Das muss er ja nicht, doch. Das ist ja das, was der Schiedsrichter dann beurteilt, ne? Aber wenn der Linienrichter das klar sieht, dann hebt er doch die Fahne nicht. Ja, wenn er es klar sieht, das stimmt schon, aber er hat natürlich eine andere Position. Von daher kann der Schiedsrichter schon sagen... Natürlich kann der den überstimmen, das ist ja sowieso, ja. Genau, guckt bewertet der vor allem erstmal die Position, ne? Der steht ja auf Höhe des letzten Verteidigers. Sie guckt, es kommt ein Pass, der steht aber abseits, also Fahne hoch. So, wenn jetzt dann der Schiri sieht, ja, den Ball hat aber letztendlich eigentlich ein anderer gespielt oder der war da dran, dann kann er seine Fahne sich sonst wo hinstecken, ja. Genau. Aber also letztlich in der Situation, also der Schiri stand ja nochmal 50 Meter weiter dran wie wir. So. Ja, und der muss ja dann auch sehen, wohin der Ball gehen sollte und dass das keine neue Spielsituation ist. So, und dass es auch kein kontrollierter Pass ist. Und dass er dann halt auch das abzupfeifen hat. Da hätte sich auch keiner beschwert. Ja, da hätte sich ja kein Bremer beschwert. Ja. Und unabhängig davon, klar, er muss, aber es ist einfach so, im Nachhinein war ich ganz froh, dass ich das noch mir so zusammengereimt habe, weil sonst wäre ich da auch ausgerastet. In dem Scheißtag, wo es ja auch kalt war und ich auf den Umzug verzichtet habe und da hatte ich mir schon sowas gedacht, dass das nicht gut ausgeht, gehen kann und ja, also da wäre ich ja dann auch weiß ich nicht, innerlich, ja, ich hätte wahrscheinlich mir weiter das Spiel angeguckt, aber das wäre richtig mies gewesen, so habe ich mich danach nochmal aufgeregt, es war auch nicht besser. Genau. So, aber was man der Mannschaft zugutehalten muss, sie hat sich deswegen nicht davon abhalten lassen, trotzdem noch drauf zu drängen, aus dem Spiel noch was rauszuholen. Und wobei sie am Anfang erstmal geknickt waren, das hat man schon gemerkt. Die haben dann schon so 5 bis 10 Minuten gebraucht, oder sagen wir 5 Minuten auf jeden Fall, weil da war erstmal so pff, die Luft raus, fand ja. Ich, oder? Ja, schon, weiß nicht, ob es tatsächlich 5 Minuten waren, aber du hast gemerkt, irgendwie, jetzt haben sie erstmal dran zu knabbern, ja. Genau. Wir waren uns eigentlich alle sicher, glaube ich, dass das nichts mehr wird. Ja, ich hatte das Spiel tatsächlich abgeschrieben. Weil diese Druckphase war dann erstmal weg, die vorher noch da war. Und genau. Da wurde Blacher eingewechselt, da haben wir noch gescherzt, okay, der macht dann in der 89. Minute das 1-2 und das war's dann. So ähnlich wie bei dem Spiel in Jena, wo er kurz vor Schluss da noch den Anschlusstreffer macht, aber der dann halt nichts mehr gebracht hat. Aber es kam ein bisschen anders. Irgendwann ein Distanzschuss, ich weiß gar nicht mehr, von wem der war. Jedenfalls lässt der
Torwart, den sie zur Seite. Andrich war das. Ach, von Andrich war der, genau. So, und der lässt er zur Seite prallen, was eigentlich okay ist, also nicht nach vorne, aber Diabosi ist da tatsächlich mal den Schritt schneller als sein Gegenspieler, kommt an den Ball und passt ihn einfach quer am Fünfer entlang und Andrist muss nur noch den Fuß hinhalten. Da konnte dann tatsächlich kein Verteidiger mehr treffen, nachdem auch vorher schon gab es auch so ein, zwei Szenen, wo aus relativ kurzer Distanz haben sie auch nur irgendwie einen Gegenspieler auf der Linie getroffen und sowas. Also da waren wir schon ziemlich am Verzweifeln. Die waren da beide so frei, sowohl Diawuzi als auch dann Andrist in der Bewegung. Ich glaube, da waren in 5 Meter Umkreis gar keiner. Ja. Ja. So. Aber es war halt auch schon die 88. Minute, von daher war jetzt höchst fraglich, ob das jetzt noch was bringt. Aber unsere Mannen haben dann tatsächlich dann bis zum Schluss gerackert und dann kam nach dem Eckball, glaube ich, ne? War ein Bremer Verteidiger mit der Hand am Ball. Konnte man auch gut erkennen, also der haut im Prinzip mehr oder weniger, hat es dann später mit einem Reflex oder sonst irgendwas, oder er kommt irgendwie dran, hat er es dann gesagt im Interview, der Marco Friedl, aber er haut eigentlich im Prinzip dem Scheffler den Ball vorm Gesicht weg, ja, weil der wäre gerade am Einköpfen gewesen und da kommt dann da irgendwie das Patscherhähnchen rein. Das hat der Schiedsrichter dann tatsächlich gut gesehen, also das hätte man ja auch noch übersehen können, weil ja irgendwie noch Spieler dazwischen waren. Ne? Es war aber auch schon sehr eindeutig. Also ja. wenn der die Hand da oben hat und wenn er dann auch noch zwischen Ball und Gegner irgendwie damit kommt und den dann sozusagen wegfaustet, also das nicht zu sehen, das wäre ja noch das Krönchen gewesen. Ne? Ja gut, ich meine, wir hatten ja schon ein paar absurde Entscheidungen gesehen, von daher hat mich nichts mehr überrascht. Aber tatsächlich, es gab Elfmeter. Ruprecht ja bekanntlich nicht dabei, deswegen dann die Frage, wer darf ran? Andrist hat sich den Ball schon geschnappt, aber wurde dann von Scheffler zur Herausgabe des Balls genötigt. Und da dachte man schon, oh, der will jetzt hier mit Gewalt seine Durststrecke beenden, ob das mal gut geht. Aber er blieb cool und schiebt ihn platziert ein. Ja, zum 2-2. Was zwar irgendwie so nach dem Spielverlauf dann vielleicht noch ein gewonnener Punkt ist, aber trotzdem waren wir nicht glücklich damit. Nee, absolut nicht. Ja, ja, also was dann auch nochmal nervig war, du hast ja die, neben der ersten halben Stunde, die du verpennt hast, und dem Kack 0-2, was niemals zählen darf, dass halt aber dann nach dem 2-2, ich meine, klar, das war schon Nachspielzeit, das war, glaube ich, 91. Aber danach ging es ja, glaube ich, schon noch 3-4 Minuten. Und da hast du es aber auch überhaupt nicht mehr hinbekommen, nochmal geordnet irgendwas nach vorne zu spielen. Ja, also da waren ja dann auch so viel Ungenauigkeiten dabei. Ich glaube, du hast gar keine Chance mehr dann gehabt, das Spiel noch zu gewinnen. Es kam so ein paar halbe Dinger da noch so in den Strafraum reingeflogen. Zwingend wurde es, glaube ich, nicht mehr. Ja, aber das war dann so von der eigenen Mittellinie gekloppte Dinge. Also du hast jetzt es nicht mehr geschafft, da irgendwie nochmal mit 2-3 Pässen dann zumindest so eine Flanke auch vom 16er-Eck oder so von der Verlängerung da halt, also jetzt nicht Grundlinie, aber da kam gar nichts mehr. Das war ein bisschen schade, weil du es ja vorher auch noch, gerade nach dem 1-2, haben sie noch Druck gemacht und Ecke rausgeholt und so. Und das hast du dann halt leider auch nicht mehr geschafft. Und ja, letztlich, wie wir es ja dann auch nach dem Spiel schon gesagt haben, einen Punkt gewonnen, 2 verloren. Also letztlich hast du den Anfang verpennt, du hast mit dem Schiri Pech gehabt, hast trotzdem wieder nicht verloren. Ja, irgendwie will die Mannschaft das genauso sehen, dass sie so einerseits wissen, die Moral ist intakt, andererseits wissen sie auch, so steigst du sicherlich nicht auf. Du kannst nicht eine halbe Stunde vom Spiel verpennen, noch nicht mal gegen Bremen 2. Ich meine, bei denen hast du halt auch klar gemerkt, warum die hinten drin stehen. Weil die halt in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Es gab natürlich auch ein, zwei Situationen, als es 0-2 stand, wo es ganz knapp vor einem riesen Konter war, wo dann Darms noch eine Grätsche auspackt oder da noch ein Ball abgewehrt wird, wo die Bremer durchaus nochmal hätten kontern können. Das wurde so in letzter Sekunde noch verhindert immer.
Aber insgesamt muss man sagen, dass da Bremen, da hat man dann schon auch gesehen, warum die unten drin stehen in der zweiten Halbzeit. Also sie hatten auf jeden Fall uns noch Zeitspiel entgegenzusetzen. Oh, das hat vielleicht genervt, liebe Himmel. Was jetzt aber, da muss ich ehrlich sagen, dass sie das probieren in ihrer Situation, wenn du dann mal führst, ewig nicht gewonnen und so, das finde ich erstmal gar nicht so verwerflich, aber da muss der Schiri halt auch eingreifen. Schiri muss dann halt, irgendwann muss er dem Torwart halt auch mal gelb zeigen, ja, weil der halt jedes der Mal halt so bis bei, zur letzten ausgereizt hat, wie lange er den Ball bei 100 halt Abstößen, ne, und der Schiri guckt ihn dann halt mal ein bisschen böse an, ne, das kannst du machen, wenn du Manuel Gräfe bist, aber das kannst du halt nicht da als so ein Drittliga-Schiri, der vorher eh nur Scheiße gepfiffen hat, dann lacht er sich doch innerlich kaputt, der Torhüter. Also, dass er da nicht eingreift, Das war auch wieder noch so eine Frechheit. Einmal haben sie es dann übertrieben. Dass die das machen, meine Güte. Ja, also, dass die das versuchen, das ist mir klar. Das kann ich denen noch nicht mal richtig übel nehmen, aber der Schiri muss da eingreifen. Einmal haben sie den zweiten Ball dann noch irgendwie aufs Spielfeld dann irgendwie reinkullern lassen, irgendwie, um da nochmal was rauszuholen. Dafür gab es dann aber tatsächlich dann mal gelb. Aber ja, der eine Spieler hat den, glaube ich, extra reingeholt. Ja, genau. Der Bremer. Und aber dass der Torwart das weitermacht, wenn der Schiri da nichts nicht bestraft. Ich meine, einmal hat er, glaube ich, so ermahnt, aber das war's auch. Das war ein absoluter Witz. Ich meine, das hat Schäffler dann ja auch moniert im Telekom-Interview danach. Und Rehm hat ja auch ordentlich gegen den Schiri dann nochmal ausgeteilt, so im Rahmen des Erlaubten. Und ja, auch im Vorfeld fand ich es ja gut, dass sie da auch nochmal darauf hingewiesen haben, dass sie da alles versucht haben, dass das Spiel dann am anderen Tag stattfinden kann. Aber, ja, so ist man dann unzufrieden nach Hause gegangen. Nicht ganz unzufrieden, aber größtenteils unzufrieden. Also ich glaube, so das einzige Gute, was ich dem Spiel und auch dem davor dann so richtig abgewinnen kann, ist, dass wir genau diese beiden Spiele, glaube ich, in der Hinrunde noch verloren hätten. Weil das waren wieder so diese typischen, wir hatten ja viele so 0-1-Dinger, wo wir dann einfach 100.000 Chancen hatten und die alle nicht gemacht haben. Und in den Ansätzen waren beide Spiele ja ähnlich. Also der Gegner murmelt halt irgendwie einen rein, dann rennen wir an und machen keinen. Ich glaube, dass wir schon beide Spiele in der Hinrunde so verloren hätten. Und da war es gut, dass wir jetzt doch jeweils nochmal zurückkamen. Ja, dass du halt aber 4 Punkte verloren hast in diesen Heimspielen, ist natürlich nochmal was anderes. Ja gut, gegen Karlsruhe, das sehe ich noch, das lass mich nochmal durchgehen irgendwie, aber so jetzt gegen Bremen nicht zu gewinnen, das ist dann halt schon bitter, auch wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, und damit könnten wir vielleicht auch mal so die Spielbesprechung auch abschließen, nachdem die eigentlich hier schon wieder viel länger war, als wir ursprünglich vorhatten. Wie immer. Ja. Oder willst du gerade noch was ergänzen, Micha? Ja, ich hätte jetzt so generell gesagt, dass ich, das hatten wir bei der letzten Aufnahme, hatte ich ja auch gesagt, bei den Spielen, also ich dachte eigentlich, dass wir Osnabrück und Bremen gewinnen, Karlsruhe einen Punkt und Haching wird es dann so ein bisschen entscheiden. Ich hatte jetzt natürlich nach den ersten drei Spielen mit 10 Punkten gerechnet, jetzt wurden es 8, was immer noch eine ganz gute Bilanz ist, aber das sind auf jeden Fall 2 Punkte, die dir später fehlen werden oder die dir jetzt schon fehlen. Und was mir noch bewusst wurde oder was ich hier zur Diskussion stellen wollte, von den 4 Spielen waren wir eigentlich nur in einem besser. Also klar, gegen Bremen waren wir auch irgendwie so nach einer halben Stunde besser, aber du hast eigentlich nur Osnabrück gehabt, wo du eine starke Halbzeit hattest. Gegen Haching warst du meiner Meinung nach nicht besser. Du hast es gut verteidigt, okay. Gegen Karlsruhe warst du nicht besser, du hast halt die Moral gehabt, okay. Und gegen Bremen hast du die erste halbe Stunde verpennt. Klar, danach hat sie dir Schiri auch schwer gemacht, aber ja, also darfst halt dann auch nicht in Rückstand geraten. Also es war jetzt neben Osnabrück nichts Dolles dabei. Und dafür 8 Punkte muss ich dann doch auch sagen, okay. Ja, andererseits ist das dann halt auch vielleicht ein bisschen zu wenig, wenn man halt auf dem Aufstiegsplatz bleiben möchte. Ne? Also, genau, aber mir geht es jetzt mehr so nach den gezeigten Leistungen. Ja, also gegen Karlsruhe warst du schlechter, das sehe ich schon so. Gegen Bremen warst du die meiste Zeit besser, ja. Aber ich finde so dafür, dass wir jetzt sagen, wir immer noch Dritter sind, ja. Wie gesagt, an den gezeigten Leistungen okay, aber für das, was du jetzt erreichen kannst, zu wenig. Ja. So, das wäre so mein Fazit jetzt von den 4 Spielen.
Ja. Noch ein anderes Fazit, vielleicht ein bisschen auf eine fröhlichere Note. Ich würde sagen, Spiele der ersten vier Spiele, Stefan Andrist. Möchte mir jemand widersprechen? Kein ja, Protest. Ich würde noch Brandstätter so ein bisschen mit reinnehmen. Ja, der. Auch wenn wir da jetzt nicht auf vier Spiele kommen. Genau, aber hat sich auf jeden Fall schon mal gut eingefügt, ja. Ja, aber ich bin da ganz bei dir. Also Andrist war der Beste, die vier Spiele. Ja, das stimmt. Also Mockenhaupt nicht. Was natürlich auch jetzt wieder war, Ruprecht hat gegen Bremen nicht gespielt. Ich hatte die Ruprecht-Bilanz schon mal angesprochen. Mhm. Die wurde jetzt natürlich nicht besser. Genau, die hat sich mal wieder bestätigt. Ja. No, also, Ruprecht, ich, das, no Party. Das ist das fünfte Spiel jetzt, glaube ich, ohne ihn, wenn ich... Ja, also Halle kam er erst 5 Minuten vor Schluss rein. Das würde ich noch mitzählen als nicht gespielt. Das war jetzt das 6., wo er nicht mitgespielt hat. Davon haben wir 1 gewonnen, 1 unentschieden, 4 verloren, ja. Ja. Das ist natürlich schwach. Ja. Na, dann hoffen wir mal, dass er jetzt bis zum nächsten Spiel wieder fit ist. Dann lasst uns doch mal eben einen Blick auf die Tabelle werfen. Der SV Wien Wiesbaden ist weiterhin Dritter, aber es wird jetzt sehr eng nach hinten raus. Also immerhin, vorne sind sie uns jetzt auch nicht ganz weggerannt. Also Paderborn hat jetzt auch mal überraschend verloren zu Hause gegen Erfurt. Das war natürlich schon eine kleine Sensation, wobei sie da auch irgendwie, ich glaube, hat die nicht gleich 2 rote Karten bekommen oder sowas? Ja, kurz hintereinander sogar. Ja, und dann aus dem einen Freistoß resultierte dann auch das Tor. Ich habe mir das natürlich auch ein bisschen blöd gelaufen, aber okay. Ich habe mir das angeguckt, also sie haben wirklich auch beide rote Karten aus dem eigenen Ballbesitz heraus kassiert. Also einfach durch Fehler im Spielaufbau. Einmal ist ein Erfurter da in den Pass gespritzt und das andere Mal konnte der Mitspieler den Ball nicht richtig annehmen, weil er schlampig gespielt war. Also haben sie wirklich beide Male das selbst verursacht. Wobei, ich habe jetzt heute auch gelesen, also der eine hat eine Spielsperre bekommen, das war, also wären wahrscheinlich ansonsten 2 gewesen, aber dadurch, dass halt der Freistoß dann halt direkt zum Tor geführt hat, gibt es sozusagen eins gut. Und der andere hat aber auch nur 1 bekommen, was dann schon eher heißt, dass das jetzt halt gerade mal so die Mindestsperre ist. Das heißt, DFB hat da jetzt kein besonders schlimmes Vergehen erkannt. Also das ist eigentlich schon fast so, naja, hätte nicht unbedingt eine rote sein müssen. Ist auch korrekt, ja. So, also der Erfurter hat sich den Ball an ihm vorbeigelegt. Klar hat er dann auch, ist er da stehen geblieben, aber im Prinzip war so ein Ding, er legt den Ball vorbei und rennt auf ihn auf. Mhm. Ein bisschen, kann man sagen. Klar ist der auch jetzt nicht, hat sich nicht umgedreht und hat versucht, den Ball zu kriegen, sondern hat ihn schon so ein bisschen gesperrt. Das andere, klar, das war halt ein Torwart. Der Torwart, der rausgeflogen ist und den Stürmer trifft den Ball nicht. Also das, aber dann geht halt der Freischuss rein, genau. Das war halt auch 3 Tage, nachdem sie gegen Bayern gespielt haben. Ne? Also sie hatten gerade mal 2 Tage Pause. Ja, ja. Spielen dann freitags, ja, und wir sonntags, wo Fasching ist, also beide Ansetzungen total für die Füße. Ja, bei denen war es genau die umgekehrte Argumentation. Da hieß es, für Samstag und Sonntag sind wegen den vielen Faschingsumzüge ist nicht genug Polizei da, deswegen müssen die freitags spielen. Ja, prima. Ja. Also es ist manchmal schon sehr seltsam, wie das alles so zustande kommt mit diesen Ansetzungen. Aber gut. Ja, aber zurück zur Tabelle. Also Paderborn weiterhin Erster mit 51 Punkten jetzt. Magdeburg hat, glaube ich, die ersten 3 Rückrundenspiele nicht gewonnen, aber jetzt am Wochenende mal hat 50 Punkte. Und dann ist die bekannte Lücke, die wir jetzt hätten ein bisschen verkürzen können. Aber da kommt der SVW in Wiesbaden mit 44 auf dem Relegationsrang. So. Die war ja schon kürzer. Also vor dem Spieltag Woche. Hatte. Genau. Ja. Richtig, letzte Woche war es weniger. Jetzt hat Magdeburg wieder ein bisschen dazwischen geschoben. Und dann kommen Rostock und Karlsruhe. Die haben beide noch ein Spiel weniger. Also Rostock kann mit seinem Nachholspiel sogar an uns vorbeiziehen und Karlsruhe bis auf einen Punkt herankommen. Also da wird es dann schon
schon eng. Und ja, dann Köln und Unterhaching, wobei man, will ich schon sagen, das ist dann schon so ein bisschen so das Ende der möglichen Aufstiegskandidaten. Darf ich gerade nochmal kurz einhaken zu dem Nachholspiel Gedöns? Dazu muss man sagen, dass das von Rostock ist, glaube ich, hatte ich jetzt nochmal nachgeguckt, erst Mitte März, Nachholspiel in Groß-Asbach. Also Karlsruhe spielt ja morgen in Osnabrück. Ja. Und aber Rostock könnte uns ja jetzt theoretisch einholen, aber da kann sich ja noch einiges verschieben dann wieder bis Mitte März. Das stimmt. Also da dauert es noch ein bisschen, bis die Tabelle wieder komplett richtig ist. Ja, bis dahin, wenn es gut geht, haben wir wieder ein paar Punkte Vorsprung. Ja, Karlsruhe morgen in Osnabrück, du sagst, das ist natürlich jetzt auch interessant. Also normalerweise würde ich ja tippen, irgendwie Karlsruhe gewinnt alles irgendwie 1-0. Haben sie jetzt auch am Wochenende wieder gegen Fortuna Köln. Aber jetzt hat Osnabrück natürlich gerade jetzt am letzten Wochenende mal richtig einen rausgehauen, irgendwie mit einem 6-1. Klar, nur gegen Chemnitz. Aber ja, sind wir mal gespannt, was da morgen passiert. Das dürfen sie gern nochmal machen. Ja, meinetwegen. Ich meine, Karlsruhe auch, die haben gerade mal Tordifferenz von +7. Ne? Das ist halt schon relativ wenig dann für also nur 26 geschossene Tore. Das ist schon, wenn ich gerade mal hier so drüber gucke, das ist die viertwenigste geschossene Tore überhaupt. Ja, aber ich habe mir jetzt auch mal angeguckt, gegen wen Karlsruhe jetzt so spielt, da ist nichts Dolles dabei, ehrlich gesagt. Also die haben jetzt Osnabrück, Halle, Chemnitz, Lotte, Groß-Asbach, Erfurt. Ja, das sind ungefähr die wir auch haben. Ja, genau. Ja, wir sind ja mal eine Woche später dran, genau. Genau, das ist es, genau. Von daher, das ist, da haben die Rostocker, die spielen jetzt innerhalb der nächsten 5 Spiele, spielen die gegen, ich meine, gegen Paderborn und Magdeburg, genau. Ja, okay. Ja, dann können wir eigentlich uns entspannt zurücklehnen bei den Partien und gucken, was passiert. Also bis denen ihr Nachholspiel ist, haben die noch auch ein paar, also zumindest 2 schwere Heimspiele und ja, und halt 3 Auswärtsspiele, ja. Das ist, also Magdeburg und Paderborn spielen die daheim. Und ja, von daher hoffen wir, dass die Rostocker hinter uns bleiben, ja. Ja, ansonsten so am Tabellenende, wie gehabt, Rot-Weiß Erfurt und Werder Bremen 2. Erfurt habe ich gelesen, die sollen irgendwie noch einen Punktabzug bekommen, irgendwie wegen ja, irgendwas im Lizenzierungsverfahren, ne? Ja, aber ein Punkt, ne? Ja. Ja, ich hatte irgendwas gelesen, wenn du irgendwie nur 50-90% der geforderten Dinge abdeckst, dann kriegst du einen Punkt und das war wohl bei denen so. Aber man sieht ja schon, dass allein die Lücke zwischen Chemnitz und Osnabrück, das sind ja die Teams, die direkt unter oder über dem Strich stehen, 6 Punkte sind. Und Osnabrück macht ja noch morgen 3er gegen Karlsruhe, dann sind das schon. Nee, ja, wär ganz schön. Ja. Aber und Osnabrück Flutlicht, das ist immer gut. Für uns war das dieses Jahr schön, ne? Ja, okay, wir haben es dann diesmal gedreht. Ja. Nee, aber also ich denke, also was ich auch gesagt habe, ist Chemnitz und Erfurt, für die sieht es relativ schlecht aus. Und dann hast du Magdeburg oben, vielleicht sogar noch Rostock, wenn die uns doch einholen. Dann hättest du auf einmal 4 Ostteams weniger, vielleicht. Also ja. 2 nach oben, 2 nach unten. Und dann sind von den letzte oder vorletzte Saison waren es doch noch so viele, da waren es doch irgendwie 8 Ostteams, glaube ich, oder sowas, ne? Ja, sind ja immer noch 7, ne? Und also Zwickau, Jena und Halle sind jetzt 6, 7, ja, hast du ja noch. Ja. Genau, also und vielleicht kommt ja dann auch mit Cottbus nochmal wieder einer hoch, aber gut, ist jetzt alles noch ein bisschen hin. Aber ich denke, dass so 3 Ost, also ich denke schon, dass Chemnitz, Erfurt nach unten gehen werden. Ja. Ja, und Bremen würde ich jetzt auch nicht trauen. Zumal wir gegen die keine gute Bilanz haben. Ja. Die gegen die stolpern wir immer mal. Ja. Gut. Das. Jo. Dann, dann schauen wir doch mal gerade, was uns jetzt so die nächsten Wochen so erwartet. Im Prinzip das, was Karlsruhe auch hat, immer so mit einer Woche Versatz.
Nämlich geht's los am nächsten Samstag, oder was heißt los? Es geht weiter am nächsten Samstag auswärts bei Fortuna Köln. Ja, nicht ganz so einfach. Wobei die jetzt halt in letzter Zeit nicht mehr gar so oft gewonnen haben. Ich hatte jetzt nachgeschaut, ich glaube, von den letzten 10 Ligaspielen nur eins gewonnen. Vielleicht sind die jetzt so ein bisschen wieder, waren ja lange sehr stark so in der Hinrunde, aber vielleicht sind sie ein bisschen eingenordet. Es wird trotzdem schwer. Ja, auf jeden Fall. Aber im Prinzip haben wir jetzt ein bisschen was gut zu machen. Vielleicht klappt es mit dem Auswärtsdreier, das wäre schon cool. Man könnte sie halt auch mehr oder weniger endgültig loswerden da oben aus dem Rennen, ne, mit einem Sieg. Das stimmt, ja. Oder man holt sie wieder mit rein, wenn sie gewinnen. Ja. So. Dann die Woche drauf, ebenfalls samstags Heimspiel gegen Halle. Wo sind die gerade aktuell? Lass mich schauen. Im Niemandsland. Irgendwo so auf 12, ja genau. Irgendwo so mittendrin. Und dann wieder auswärts in Chemnitz. Ja, über die haben wir gerade gesprochen. Die stecken ganz tief im Abstiegskampf. Die wechseln wahrscheinlich dann auch kurz, bevor sie gegen uns spielen, den Trainer. Gut möglich. Wäre ja nicht das erste Mal. Nee. Und wir dann kommt Geld, eine englische Woche. Es könnte sogar sein, dass das die letzte, zumindest ligamäßige englische Woche ist für die Saison. Ich weiß es nicht genau. Müsste ja. Jedenfalls haben wir dann dienstagabends ein Heimspiel gegen Lotte. Das ist dann schon im März, also am 6. März. Ja, und dann geht's auswärts nach Groß-Asbach und ich glaube, spätestens dann müssen wir wieder aufnehmen. Ja, wenn man so drauf guckt, das sind schon alles Spiele, die man gewinnen könnte, schrägstrich sollte, wenn man halt eben da oben mit dabei bleiben möchte. Ne? Wobei man wahrscheinlich jetzt nicht fünf Siege hintereinander landet, aber so. Man darf zumindest nicht allzu viel liegen lassen in den Spielen. Ja, genau. Na gut. Bis zum Hessen-Pokal dauert es noch ein bisschen, der ist erst Anfang April. Wir freuen uns trotzdem mal drauf. Ich gebe mal 11 bis 13 Punkte aus. Jetzt kommt er wieder und am Ende ärgern wir uns doch wieder. Weil es dann 12 sind. Wobei 12, das wären 4 Siege, eine Niederlage. Naja, gut. Wir gucken mal. Dann gibt es noch so ein paar News rund um den SVW. Wladimir Kovac. Das hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Der war da im Probetraining oder mit im Trainingslager bei Wacker Nordhausen und ist dann auch tatsächlich, ich weiß nicht, ein oder zwei Tage nach unserer letzten Aufnahme dann dorthin gewechselt. Das heißt, den haben wir von der Payroll, wie man so schön sagt. Und er kann da mal wieder spielen. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob er da schon zum Einsatz kam. Spielen die schon? Hat die Regionalliga schon wieder angefangen? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, die Regionalligen fangen jetzt gerade alle so langsam wieder an, aber auch nur, wenn nichts abgesagt wird, was zu der Zeit ja auch gerne mal passiert. Das hängt stark von der Regionalliga ab, ja. Also ich glaube, Bayern spielt noch gar nicht. Und das ist dann die Regionalliga Nordost, ne? Ja, da schaue ich gerade drauf und da sind doch tatsächlich... Ist abgesagt worden am Wochenende deren Heimspiel. Da sind doch tatsächlich 1, 2, 3, 4, 6 von 9 Spielen am Wochenende abgesagt worden, ja. Ich glaube, bei Nord war es noch krasser, da waren irgendwie noch weniger Spiele, die stattgefunden haben. Nord, da, genau, da hat genau 1 von 9 stattgefunden. Autsch. Ja, ist nicht so die Zeit. Die fangen ja sowieso schon relativ spät immer extra wieder an. Aber das Spiel, das stattgefunden hat. Wahrscheinlich auch wegen Fasching. Oh. Genau. Also. Ja, gut. Also, ciao, Vladi. Und, Dann gab es noch eine Vertragsverlängerung, nämlich unser Alf bleibt uns ein weiteres Jahr als Spieler erhalten. Im Verein soll er ja sowieso verbleiben, in welcher Funktion auch immer, aber jetzt ist auch klar, er bleibt seine aktive Karriere, verfolgt er noch ein weiteres Jahr. Das freut uns natürlich sehr. Ja, geil, unkaputtbarer Typ. Ja, genau. Alf forever. Ja, gucken wir mal, wie es dann aussieht. Ich denke, wir bräuchten dann aber schon fürs nächste Jahr dann
trotzdem mal eine starke Alternative, dass man dann tatsächlich da langsam mal den Generationenwechsel da einleiten kann. Also Dominik Notenagel wäre jetzt momentan so der erste Kandidat, aber der drängt sich offensichtlich nicht so sehr auf. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kann auch Jeremias Leuchter spielen, aber der ist ja schon die ganze Zeit verletzt. Also von daher ist Alf da momentan unumstritten. Und geht stramm auf die 300 Drittligaspiele zu. Ja, ich glaube, jetzt hat er irgendwie, was sind es, 289, 290, irgendwas also in der Größenordnung müsste jetzt sein. Also Dannenberg hat am Freitag für Osnabrück getroffen. Da hieß es, es ist sein 291. Spiel. Ja, ich glaube, dann hat ein oder, ich glaub, ein oder zwei Spiele hinten dran. Ja, genau. Genau, dann wollte ich noch einen kurzen Blick auf unsere U19 werfen. Da gab es jetzt ein Spiel in der... Ist auch ausgefallen jetzt, oder? Ja, aber der Woche vorher gab es ein Spiel in Heidenheim. Und da haben sie deutlich verloren. Was war denn das? Ich glaube 5-1 oder irgend sowas. 4-1, ja. Oder 4-1. Das ist wohl ein bisschen blöd gelaufen. Um es mal ganz platt zusammenzufassen, also was ich so gelesen habe, ich habe es natürlich nicht gesehen. So, und jetzt wird es dann tatsächlich doch ein bisschen eng so, was den Klassenerhalt angeht. Also das ist alles sehr eng beisammen und das ist ja nur eine 14er Liga mit, glaube drei Absteigern. Genau. Ja, auch der letzte führt, die haben jetzt auch zweimal gewonnen. Ja, sogar, haben die sogar gegen Bayern gewonnen irgendwie? Ja, die sind immer noch Letzter, aber haben jetzt natürlich den Abstand deutlich verkürzt. Ja, also aber gut, da ist es so, da im Prinzip, die Karlsruhe haben zwei Punkte mehr, zwei Spiele mehr. Also ich sag mal, da kann ab dem 8. oder auch der 7., die können alle noch absteigen. Ja, also die Hälfte der Liga kann da definitiv noch absteigen. Und wir sind aber da mittendrin, also von daher kommt es halt jetzt drauf an, was sie jetzt. Ja, klar. Also was sie jetzt dann abliefern und das nächste Spiel ist angesetzt für jetzt Sonntag auf dem Hallberg. Na gut, ob das was wird wieder. Gegen wen geht's jetzt als nächstes? Gegen Unterhaching, oder ist das jetzt abgesagt? Nee. Also jetzt das jetzt am letzten Samstag hätte es ein Heimspiel geben sollen gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim, genau, und das wurde abgesagt. Jetzt Heimspiel gegen Unterhaching, ja. Ja, mal gucken, ob sie dann jetzt am Wochenende spielen können, wie es da auf dem Hallberg ist. Ja, das wollte ich nur mal so am Rande erwähnen. Dann gibt es noch ein paar Haching ist übrigens punktgleich, Tordifferenz gleich, beide gleiche Anzahl spielen. Jetzt muss ich doch mal hier die ausführliche Tabelle aufmachen. Richtig, die haben bloß mehr Tore geschossen. Und ja, gut. Ja. Genau. Ja, wo wir gerade bei der U19 sind, da gab es jetzt auch noch, ich glaube, es kamen sogar mehrere Spiele jetzt im Winter, aber über einen habe ich jetzt hier noch einen Artikel gesehen. Der kam jetzt aus Koblenz. Linus Schulte-Wissermann heißt der junge Mann. Und der jetzt auch täglich dann irgendwie aus Koblenz dann halt auf den Hallberg dann zum Training fährt. Was dann schon einiges ist. Also irgendwie rund 90 Kilometer einfache Strecke. Da bist du jeden Tag schon ein gutes Stück unterwegs. Aber da war dann halt auch wieder so unten so die Aussage, bla bla bla, mein Alltag ist schon ziemlich vollgepackt, aber das ist das, was ich wollte. Ich wollte die Chancen nutzen, in der Bundesliga zu spielen. Und die habe ich bei WN Wiesbaden bekommen. Also da sieht man es mal wieder, ne? Das zieht schon deutlich an. Oder es ist schon sehr attraktiv dann halt auch für talentierte Nachwuchsspieler, wenn man jetzt halt damit protzen kann, dass man halt eben in der obersten Liga spielt. Ja, zumal er ja auch gefahren wird, ne? Momentan wird er noch gefahren, der ist wohl 17. aber irgendwie Mitte März wird er 18 und hat den Führerschein hat er wohl schon. Also wahrscheinlich ist er momentan noch begleitetes Fahren oder sowas. Wie auch immer. Ja, fand ich ganz interessant. Den Artikel können wir mal in die Shownotes packen, wer das noch lesen möchte. Und noch irgendwie ein Artikel für in die Shownotes. Da bei Liga 3 Online, da haben sie so eine Serie vorgestellt, wo sie mal so ein bisschen hier hinter die Kulissen blicken.
bla bla bla. Also auf jeden Fall haben sie sich da ein bisschen mit Stefan Andrist beschäftigt. Titel vom Fliesenleger zum Champions League-Teilnehmer. Das ist auch sehr schön. Also er hat tatsächlich eine Ausbildung als Fliesenleger absolviert. Und spielt jetzt beim Champions League Teilnehmer. Ja, das war zwischendurch mal. Er war mal beim FC Basel. Der, glaube ich, hat er nicht heute Abend gespielt. Jetzt gucke ich doch gerade mal. Die haben gerade ziemlich auf die Schnauze bekommen von City. Sie haben es versucht, ja. Naja, gut, gegen Manchester City ist, glaube ich, die Saison tatsächlich nicht ganz so leicht. Ja, ja, jedenfalls war er da eine Zeit lang. Bevor er dann weitergezogen ist. Naja, und jetzt haben wir Freude an ihm. Er ist ja, glaube ich, so, wahrscheinlich ist er jetzt mittlerweile unser Topscorer. Hat eine ganze Menge Tore schon gemacht. Und eine ganze Menge Vorlagen. Ja. Auch diesen Artikel packen wir mal mit rein. Dann gab es letzte Woche eine Pressekonferenz. Da dachte man jetzt, wunder was, ein riesen Aufgebot. Der Oberbürgermeister Sven Gehrig war dabei und dann vom Verein, beziehungsweise halt von der GmbH, je nachdem wie man es sieht, Jürgen Fladung, wer war noch? Thomas Bröckel und Stefan Blöcher, die beiden Geschäftsführer von der Britta Arena. Und da ging es natürlich zum einen um den Ausbau der Westtribüne oder Neubau der Westtribüne und auch um einen langfristigen Nutzungsvertrag. Nutzungsvertrag, so hieß das Wort, genau. Und zwar wurde das jetzt um 30 Jahre vertraglich für 30 Jahre wurde das jetzt vertraglich zugesichert, dass die Britta Arena dort an diesem Standort betrieben werden kann. Bisher war das ja immer, ich glaube, so ein 5-Jahres-Rhythmus. Es ist ja auch ein sogenannter fliegender Bau, das ganze Ding, weil das ja so aus Stahlrohrkonstruktion da zusammengesteckt ist. So, und jetzt, klar, der Verein möchte natürlich auch Planungssicherheit, wenn sie jetzt da viel Geld investieren in einen festen Bau, nämlich in diese Westtribüne. Nicht, dass dann irgendwie, weiß ich, nach 5 Jahren wird dann da die Betriebsgenehmigung und es gibt keine neue, das wäre natürlich blöd. Von daher ist man sich da einig, das möchte man langfristig da machen. Finde ich persönlich sehr schön. Mir gefällt der Standort da gut, das ist gut zu erreichen, das ist in der Innenstadt. Finde ich wunderbar, ich möchte das auch nicht anders. Und wenn dann tatsächlich jetzt auch mal sich da baulich auch was tut, warum denn nicht, ne? Dann, warum denn nicht? Ja. Nee, also ich finde auch gut, auch ein klares Statement von der Stadt. Ja, wir wollen diesen Verein hier haben und ja, wir hoffen, dass auch da in der Arena auch mehr Veranstaltungen zukünftig stattfinden. Das war ja auch eine klare Aussage. Der Stefan Blöcher ist ja da ganz rührig. Ich meine, gut, das trifft jetzt nicht unbedingt immer unseren Geschmack. Jetzt sowas wie das Weihnachtssingen oder die 90er-Party oder so ein Zeug, das ist jetzt nicht unbedingt unser Cup of Tea. Aber habe auch nichts dagegen, wenn dort Veranstaltungen stattfinden generell. Also das soll sich ja durchaus auch rechnen, ja. Ja gut, es sei denn, diese Rugby-Leute machen es wieder im Rasen kaputt, ne? Ah ja, da haben sie auch angekündigt, es soll wieder ein Rugby-Länderspiel geben. Warte mal, irgendwo im Herbst wahrscheinlich. Die haben sich auch wieder auf U21 oder Frauenländerspiele beworben und so weiter und so fort. Also von Frauen habe ich gehabt. Nichts gehört, aber genau, ein U21-Länderspiel wollen sie wieder haben. Und am 3. Juni gibt es wohl irgendwie so einen All-Stars oder so ein Legendenspiel oder sowas, also mit irgendwelchen, keine Ahnung, Mario Basler ist dieser Welt, Deutschland gegen Türkei. Wer sich das schon mal vormerken möchte. Geil mit Suat Türker über die Türkei. Das wäre natürlich auch cool. Als wie ein All-Star, ja. und dann haben sie halt auch noch
Ja, da war die Pressekonferenz eigentlich schon fast zu Ende. Irgendwie so von der versammelten Journaille kamen nicht allzu viele Fragen, außer dann so von wegen, ja, wie viele Leute passen denn dann so in das Stadion denn eigentlich rein? Das fand ich ganz großartig. Aber dann so auf Nachfrage haben dann tatsächlich auch nochmal, wie es dann jetzt in der Westtribüne, konnte man sich so ein bisschen was zusammenreimen, aber so ganz klar ist es jetzt noch nicht. Also, was ich jetzt rausgehört habe, ist, es gibt wohl offensichtlich irgendwie Klappsitze oder Vario-Sitze oder sonst irgendwas. Das heißt, es kann wohl relativ flexibel gesagt werden, es wird jetzt bestuhlt oder wir machen da jetzt Stehplätze draus. Im Falle von Stehplätzen hätte diese Tribüne wohl 5.800 Plätze. Und im Falle von Sitzplätzen 2.800. So habe ich das jetzt verstanden. Und mit diesen 5.800 Stehplätzen käme dann auf eine Gesamtkapazität von 15.400, um halt eben diese 15.000, die halt in der zweiten Liga gefordert wären, erfüllen zu können. Was jetzt da natürlich noch nicht klar ist, ist, ob jetzt die dann immer vorgehalten, also nimm mal vorausgesetzt, wir würden jetzt aufsteigen in die zweite Liga und die Arena oder die Tribüne ist dann fertig. Das sollte man vielleicht zum Zeitplan noch sagen. Baubeginn soll jetzt jetzt im Herbst soll es losgehen und damit es dann in 2019 dann fertig wird. Also das ist ja schon fast ein Jahr später, als es mal vor einiger Zeit hieß. Da sollte ja, glaube ich, Anfang diesen Jahres, also jetzt quasi angefangen werden und dann irgendwie bis zum Herbst oder so sollte es fertig werden. Ist jetzt dann, hat sich nochmal verschoben. Aber gut, mal vorausgesetzt, das wäre fertig und wir spielen in der zweiten Liga. Und selbst wenn man weiß, es kommen jetzt, weiß nicht, vielleicht nicht mehr als 8.000 Leute oder sowas, ob man dann trotzdem dann komplett dann da Stehplätze anbieten muss oder ob man dann auch sagen kann, weiß ich, wir machen einen Block Sitzplätze oder wenn das flexibel gehandhabt wird, kann man da überhaupt dann Dauerkarten verkaufen in dem Bereich, wenn man nicht weiß, ist es jetzt diese Woche ein Steh- oder diese Woche ein Sitzplatz. Das sind so alles so Fragen, die sind jetzt noch nicht so ganz klar. Wie das auch genau aussehen wird und so weiter. Also mal gucken, vielleicht klärt sich das jetzt noch in Kürze auf. Genau, also Gunnar und ich waren ja vor dem Bremen-Spiel so ein bisschen journalistisch investigativ unterwegs. Und wir haben den Volker gefragt und der wusste nichts, sag's doch. Wir haben dann auch mit dem Volker gesprochen und also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es schon so, dass es einen Bereich gibt, der immer Sitzplätze sein wird, aber halt ein Großteil eben flexibel handelbar ist. Also im Prinzip ist ja auch der Grund für den Ausbau, dass man eben jetzt wieder über die 15.000 kommen muss. Zuschauerkapazität und die Tribüne wird ja auch ein bisschen höher als die alte jetzt. Und klar ist dann in Beton gegossen, dass du das Stadion eben dann auch fester hast, zumindest mit einer Tribüne. Und und das ist ja genau der Punkt, du brauchst es ja nicht, aber du musst es halt haben. Ja. Wenn du in die zweite Liga aufsteigst, brauchst du es wahrscheinlich auch nicht unbedingt, aber es ist eben vorgeschrieben und von daher wird es jetzt eben so gemacht. Was da halt ein Vorteil noch ist, diese ganzen Stände, die Toilettencontainer und diese Waschbuden und alles, das wird dann ja alles in den Bau integriert, weil das dann eben erlaubt ist und auch die Polizei und so weiter hat dann ihre Kommandozentrale da irgendwie da drin. Das heißt, da geht es dann auch nicht nur darum, wie wird das bestuhlt, sondern auch, wie wird das dann innen drin verplant. Ja, und auch diese Säulen, die das Dach da tragen, die kommen dann da aus dem Bild, dass die Kamera bessere Kamerapositionen gibt. Das ist ja auch eine Anforderung. Genau. Also das Fernsehen profitiert auch davon und mich würde noch interessieren, wie es dann weitergeht, ob man dann auch noch gedenkt, die Haupttribüne irgendwann dann genauso zu bauen, aber das hängt dann wahrscheinlich wieder es gibt ja auch eine Finanzierung vom Land Hessen, ne? Die einen Teil der Kosten übernehmen und wahrscheinlich, wenn du dann diese Zuschauerzahl erreicht hast oder die Kapazität erreicht hast, dann wirst du es wahrscheinlich schwieriger haben mit dem Rest. Ja. Im Rest des Stadions, aber gut, mal gucken, wie es dann aussieht und ja.
Ja, zur Finanzierung, das hatten sie auch gesagt, ich glaube zwischen 8 und 9 Millionen, aber ich glaube, die Zahl, die war sowieso schon mal im Gespräch. Ich glaube, es war mal von 7,5 bis 8 Millionen die Rede, aber die müssen sich halt auch ein bisschen, müssen halt jetzt mal schauen, das wird halt ausgeschrieben und welche Angebote dann halt reinkommen. Also man rechnet momentan so zwischen 8 und 9 Millionen und ich glaube, 3,5 Millionen gibt das Land dazu, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja. Ja. Das ist dieses Jahr nochmal zu den Sitzplätzen. Also ich denke mal, einen kleinen Sitzplatzblock für die Gäste müssen sie ja auf jeden Fall haben, weil denen müssen sie auch irgendwelche Sitzplätze anbieten können. Die werden auch gegen gerade Mitte irgendeinen Sitzblock haben, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, genau. Aber das sind halt so Detailfragen. Wir haben mal auch beim Verein nachgefragt. Vielleicht bekommen wir da demnächst nochmal eine detailliertere Antwort. Dann erfahrt ihr es hier oder vielleicht auch schon vorher im Blog. Was ich noch kurz anmerken wollte, also jeder, der die PK da gibt, die gibt es ja als Video auch, die habe ich mir auch angesehen. Und der Thomas Bröckel war ja eine Zeit lang so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Zumindest hat man nicht mehr so wirklich was von ihm gehört und auch nicht gesehen. Und irgendwann habe ich dann auch mitbekommen, so wegen, er wäre auch erkrankt. Und ja, jeder, der sich das Video ansieht, der wird auch relativ schnell sehen können, was er denn dann wahrscheinlich hatte. Und auch an der Stelle dann nochmal, ja, weitere gute Genesung und ja, hat da wohl ja, hat auf jeden Fall nicht mehr so viel Haare gehabt und Ja, dann sah ist schon ein ja, bisschen gealtert aus, ja. Aber genau. ich nehme das mal als gutes Zeichen, dass wenn er da Mitte bei der Pressekonferenz sitzt und vermutlich auch irgendwie im laufenden Betrieb wieder eingebunden ist, dass er doch wieder vollständig bei vollständiger Gesundheit ist. Aber klar, den guten Wünschen schließe ich mich natürlich gerne an. Ja, Ja, hoffen auf wir, dass jeden so Fall. bleibt und genau. Genau. So, und dann haben wir noch ein Jubiläum heute. Da muss ich sagen, glücklicherweise hat mich der Wiesbadener Kurier darauf aufmerksam gemacht. Ich hätte es nämlich tatsächlich übersehen. Echt? Dann hätte ich dich heute dran erinnert. Ja, das ist auch schön. Ja, genau. Auf dich kann ich mich verlassen. Heute, genau vor einem Jahr, ist was passiert? Sonja? Wir haben einen neuen Trainer geholt. Ja, genau. Und damit begann, ja, wie soll ich sagen, Ein wunderschönes Jahr. der märchenhafte Aufstieg des SVW in Wiesbaden, der noch lange nicht vollendet ist. Genau. Aber genau, Rüdiger Rehm hat heute vor einem Jahr seine Arbeit beim SVWW aufgenommen. Ja, den Artikel heute aus dem Kurier, den können wir auch nochmal verlinken. Ich meine, die Grunddaten, das ist ja eh jedem bekannt. Damals standen wir auf dem Abstiegsplatz, ein paar Wochen später nicht mehr und am Ende waren wir Siebte. Und diese Saison spielen wir zumindest, ja, doch noch, ja, kann schon sagen, wir spielen um Aufstieg mit. Ob es am Ende reicht, werden wir sehen, aber zumindest sind wir immer noch im Rennen, mindestens mal da diesen Relegationsplatz vielleicht zu erobern oder zu behalten. Und das ist ja schon mal mehr, als wir viele, viele Jahre hier gesehen haben. Also wenn wir tatsächlich mal, wir wurden, ich glaube, zweimal Vierte. Einmal war es knapp, damals mit Lethierry. Oder ich glaube, danach wurden wir noch ein oder zweimal auch noch Vierter, aber da waren wir so weit weg. Da war es mal überhaupt nicht knapp. Ja, genau, das war überhaupt nicht knapp. Also das war, das ist das Jahr, wo Darmstadt aufgestiegen ist Ja. als Dritter Da war eine und da, riesen Lücke genau, zwischen da waren denen und wir uns, ja. Vierter, aber ewig weit weg. Ja. Also von daher die beste Saison seit langem. Wäre natürlich auch schön, wenn das sich so weit rumspricht, dass vielleicht auch das Stadion mal wieder voller wird. Jetzt wird es ja dann auch demnächst wieder Frühjahr, dann könnt ihr alle mal wieder kommen. Ja, das wäre doch schön. Ja, interessant ist halt, wenn man sich so das auch ansieht, so den Punkteschnitt jetzt nochmal von allen Trainern, die jetzt mehr wie 10 Spiele gemacht haben oder mehr wie 10 Spiele im Amt waren, was für ein ja krasser Unterschied es doch ist. Also ne, vom Rehm zum nächsten. Ja, wobei jetzt muss dazu sagen, Andere, gefühlt ist es genauso. Also gefühlt ist es endlich mal der erste Trainer, unter dem es richtig gut läuft. genau, also du hattest keinen, der über einen Schnitt hatte von mehr wie 1,5. Und
teilweise so lag sie so bei einem Punkt, 1,1, 1,2 und Rehm jetzt wirklich mit 1,9 knapp. Das ist nicht nur tatsächlich dann auch gefühlt ein Riesenaufschwung, sondern eben auch einfach an den Zahlen ganz klar zu sehen. Und der ist ja jetzt schon, ja, wie gesagt, ein ganzes Jahr da. Und da diesen Punkteschnitt zu haben, das ist schon ganz stark. Zumal, wenn du dann siehst, was vorher war die ganze Zeit. Ja, genau. Also das ist auch, wo du das gerade erwähnst mit dem Punkteschnitt, da in dem Artikel vom Kurier, da ist halt auch noch so eine Infobox mit, da haben sie allerdings nicht nur die Ligaspiele, sondern alle Pflichtspiele irgendwie zusammengeworfen, was natürlich ein bisschen verzerrt, weil dann halt Hessen-Pokal, ich meine zum einen, rein formal gibt es ja da schon mal keine Punkte in Pokalspielen und weiß auch nicht, wie sie es dann gezählt haben, ob sie dann jetzt dann irgendwie so einen Verlängerung und Elfmeterschießen, wenn du das gewinnst, ist das dann, sind das dann 3 Punkte oder nicht? Ich glaube, so bei den Wettanbietern ist ja irgendwie dann, glaube ich, irgendwie dann ein Unentschieden zählt, also ein Unentschieden nach 90 Minuten oder was, zählt dann, glaube ich, dann als Unentschieden, ne? Sag doch einfach, wo es die einzig wahre Bilanz Die einzig gibt. Wahre Statistik gibt es natürlich im Stehblock. Freunde, stehblock.de und dann geht ihr unter Menü Statistik, alle Trainer und da seht ihr es ganz genau. Also. Ja. Genau. Ja, aber wenn wir gerade den Hessen-Pokal schon ansprechen, den hat er natürlich auch gewonnen, der gute Herr Rehm. Und mal gucken, vielleicht schafft er es als erstes, den Titel zu verteidigen, das wäre natürlich auch was. Das können auch nicht viele von sich behaupten, ja, von unseren Trainern seit 2007. Den Hessen-Pokal gewonnen haben? Nee, das war nur Gino damals, genau. Genau. Ja, so, Gino, von dem sprechen wir gleich nochmal, aber vorher haben wir noch ein kleines Gespräch aufgezeichnet. Es gab nämlich da im ersten Spiel jetzt nach der Rückrunde, was ich auch nur im Fernsehen verfolgt habe, da das Spiel gegen Osnabrück, und da sah ich zwischendurch Mike Kranich und seinen Co-Trainer in der Großaufnahme und dachte, was hat er denn da auf der Stirn? Der hat ja den Schädel glatt rasiert eigentlich, aber da war da irgend so was Dunkles auf der Stirn und ich dachte, das sieht aus wie so ein einzelnes kleines Haarbüschelchen oder irgend sowas. Und habe mich da so ein bisschen drüber amüsiert, wurde dann aber belehrt, dass er da eine Schramme hatte. Wie es dazu kam, das erfahren wir gleich. Das war nämlich im Trainingslager und bei der Gelegenheit habe ich auch mal ein bisschen gefragt, was überhaupt so im Trainingslager, wie das da so lief. Und das können wir uns jetzt gleich mal anhören. Die wichtigste Frage hatte ich dann natürlich dann vergessen, die habe ich dann nach dem Spiel dann noch gefragt. Genau, wir hören jetzt ein paar Minuten das Gespräch mit Dominik. So, wir melden uns live vor dem Spiel gegen den KSC am Freitagabend von der Britta Arena. Bei mir ist der Dominik. Hallo Dominik. Hallo Gunnar. Schön, dass du ein bisschen Zeit für uns hast. Ja, gerne. Du warst nämlich mit im Trainingslager. Wir hatten ja gefragt, ob da jemand mit dabei war und du hast da freundlicherweise geantwortet. Du hast tatsächlich diese Fanreise mitgemacht. Richtig, ja. Ja, erzähl doch mal, wie kamst du dazu? Machst du das öfter? Bist du immer beim Trainingslager mit dabei? Es war jetzt tatsächlich das zweite Mal, dass ich beim Trainingslager dabei war. Vorher war es beim Gewinnspiel vor, ich glaube, 2 Jahren. Da war das Trainingslager noch in Deutschland. Das konnten wir über ein Gewinnspiel die Teilnahme dann gewinnen. Das war aber im Sommer mal, oder? Das war im Sommer, ja, ja genau. Ja. Also in dem Fall dann auch der Winter die Premiere, genau. Ja. Und ja, letztendlich einfach so ein Ding. Wenn es dir mal was Besonderes fest oder verbindest du mit dem Urlaub und wenn es schon woanders hingeht und es angeboten wird, dann ja, nimmst du es halt wahr. Okay, dann erzähl doch mal, wie lief das denn so vor Ort? Also ihr wart im gleichen Hotel wie die Mannschaft? Nein, nee. Also im selben Hotel waren wir nicht, aber wir waren quasi 200 Meter weiter in einem Apartmentkomplex, was grundsätzlich zum Hotel dazugehört. Das Ganze ist eine größere Anlage. Der ganze Ort halt, es gehört grundsätzlich zu dem Hotel. Und waren wir halt 200 Meter weiter untergebracht. Das war so fast auf halbem Weg zwischen Mannschaftshotel und Trainingsplätzen. Mhm. Und
Okay, und dann konntet ihr dann tagsüber dann da so euch das Training anschauen? Genau. Oder an den Strand gehen, je nachdem? Ja, zum Strand war es auch nicht weit. Es war direkt im Hotel auch, also dementsprechend kurze Wege. Okay, und ich nehme an, du hast dann auch öfter mal beim Training vorbeigeschaut? Ja, klar. Ja, da würde mich ja mal interessieren, bist du auch sonst schon mal beim Training auf dem Hallberg? Hast du das auch schon mal angeguckt? Ja, schon, also in der Vergangenheit sehr regelmäßig. Dadurch, dass ich jetzt in der Ausbildung bin und umgezogen bin, nicht mehr hier in der Gegend wohne, ist es aktuell dann halt nicht mehr gegeben, aber ich war die letzten Jahre schon sehr regelmäßig da, ja. Mhm. Das heißt, dann kannst du vielleicht auch so ein bisschen vergleichen, ob es dann im Trainingslager ein bisschen anders läuft als so im normalen Training, jetzt so während des normalen Spielbetriebs. Wird dann da, weiß ich nicht, nochmal Kondition gebolzt oder wird da ganz spezielle Übungen gemacht? Konntest du das sehen? Erstaunlicherweise habe ich für mich jetzt keine großen Unterschiede festgestellt. Also jetzt vor allem jetzt im Wintertrainingslager nicht. Gut, da war ja auch gerade jetzt erst durch die kurze Vorbereitungszeit sowieso nicht so die Möglichkeit dazu. Ja, Pause war recht kurz, ja. Ja. Es waren in der Regel so die üblichen Trainingseinheiten, die halt unter dem Rüdiger Rehm durchaus gemacht werden. Okay. Gibt es da irgendwas, was du vielleicht als besonders interessant irgendwie herausheben würdest, was die gerne machen? Das jetzt nicht direkt, aber was ich interessant fand, die haben an einem Tag ein komplettes Fußballtennisturnier gemacht. Okay. Und wo dann auch jeder Spieler einen kleinen Betrag in den Pott quasi geworfen hat und die ersten drei Siegerteams haben es dann unter sich aufgeteilt. Du durfst die anderen dann einladen dafür. Ja. Wobei letztendlich nur der erste und der zweite was bekommen hat, das drittplatzierte Team hat dann halt den Einsatz quasi zurückbekommen. Okay, ja. Und das heißt, du konntest jetzt auch nicht so richtig feststellen, ob es jetzt auf irgendwie, ich sag mal, auf spezielle Spielformen oder Spielzüge irgendwie hintrainiert haben, ob da jetzt irgendwas in der Mache ist, was wir vielleicht bis jetzt noch nicht so kennen? Also war jetzt nichts Außergewöhnlich Neues dabei. Okay. Ja, das hätte mich natürlich mal interessiert. Gibt ja auch vielleicht manchmal, dass man so im Trainingslager dann vielleicht mal eine andere Formation dann einstudiert oder solche Sachen. Also vielleicht andere Abwehrreihe und solche Sachen. Nee. Aber der hat uns ja auch schon vor längerer Zeit schon im Interview verraten, dass er eigentlich von seiner Viererreihe jetzt momentan auch nicht abweicht. Aber gut, es funktioniert ja auch gut. Also da gibt es jetzt nichts dran zu mäkeln. Ja, und sonst habt ihr noch irgendwie Kontakt da mit der Mannschaft dann gehabt vor Ort? Wir hatten an einem Abend, haben wir gemeinsam mit der Mannschaft verbracht. Da waren wir in einem Restaurant essen. Das war der beworbene Grillabend mit der Mannschaft? Genau, ja. Richtig. Okay. Ja, und drin insgesamt gute Sache? Hat dir gefallen? Auf jeden Fall, ja. Okay, ja cool, dann empfehlen wir mal allen Hörern dann bei der nächsten Gelegenheit, schlagt zu, reist mit dem SVWW ins Trainingslager, wenn ihr könnt und wenn ihr wollt. Ja, vielleicht noch gerade so ein Wort zum heutigen Spiel. Wie ich gerade vorhin gehört habe, verzögerter Anpfiff, irgendwie Viertelstunde später. Ich weiß nicht genau, warum. Ja, vielleicht ein Sonderzug hatte wohl Verspätung, habe ich gelesen. Ah, ja, sollen ja auch viele Karlsruher kommen irgendwie. Weiß ich, glaube ich, 2000. Zwei bis zweieinhalb habe ich gelesen. Ja, habe ich auch gehört, genau. Okay, wenn da dann ein ganzer Sonderzug mit 500 Leuten zu spät kommt, das wäre natürlich schon blöd. Ja. Und dann kann die Telekom in ihrem B-Win-Top-Spiel ja auch noch ein bisschen länger Vorberichte senden. Mal gucken, ob sie so viel Material haben. was schätzt du, was erwartet uns heute Abend? Ich rechne eigentlich nicht mit dem Top-Spiel oder mit dem großen Unterhaltungswert, wie es vielleicht von der Tabelle, von der Position her zu rechnen ist. Allein weil beide Mannschaften defensiv sehr stabil stehen. Karlsruhe hat, glaube ich, in den letzten 10 Partien nur 2 Gegentore kassiert. Also überhaupt unter dem Alois Schwarz haben sie sich wahnsinnig stabilisiert. Genau, haben jetzt zusammen mit uns die wenigsten Gegentore. Ja. Und hört sich nach 0-0 an. Ne? Ja, oder irgendwie so ein gewürgtes 1-0. Ja. Hoffentlich auf unserer Seite dann. Schauen wir mal. Ja, manchmal kommt es ja auch ganz anders, als man denkt. Lassen wir uns mal überraschen. So, für unsere Hörer, den Dominik könnt ihr jetzt nicht nur bei uns hier exklusiv hören, ihr könnt auch von ihm lesen, denn er schreibt zuweilen auf dfb.de zur dritten Liga. Schreibst du da nur über den SVW oder auch generell also auch andere Beiträge? Ist auch nicht nur dritte Liga, sondern auch die zu den A- und B-Junioren-Bundesligen ist ab und zu ein Interview oder eine Geschichte dabei. Ja. Oder halt, wobei da steht nicht extra der Name dabei, aber am Wochenende, so jetzt wo auch gerade die Liga wieder so langsam anfängt in den verschiedenen Klassen, dann auch die Spielberichte von den ganzen Regionalligen. Ja, cool. Also, schaut mal auf dfb.de, lohnt sich. Jetzt gerade kürzlich zum Beispiel, als ich in Vorbereitung für dieses Spiel war, ein Interview mit Marc Lorenz. Der steht natürlich so ein bisschen im Mittelpunkt, so als Rückkehrer heute oder als erstes Spiel zurück an alte Wirkungsstätte. Habe ich sehr gern gelesen. Dankeschön. Gut,
Dann würde ich sagen, Dominik, vielen Dank. Möchtest du noch jemanden grüßen? nee, passt schon. Okay. Dann freuen wir uns auf ein gutes Spiel. Ja, hoffen wir es. Danke, ciao. So, jetzt nach dem Spiel stehe ich nochmal hier mit dem Dominik vorm Stadion. Wir haben ja die wichtigste Frage überhaupt völlig vergessen. Danke Sonja, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Quatsch, wir wollten noch die Spannung aufrechterhalten. Richtig, genau. Wir müssen auch das Spiel jetzt noch in epischer Länge nachbesprechen. Nein, nur ganz schnell. Vorletzte Woche, da habe ich das Spiel nur im Fernsehen verfolgen können und zwischendurch sah ich den Co-Trainer Mike Kranich mit einer mit irgendwas auf der Stirn und ich dachte, hat er sich jetzt sein neckisches Haarschwänzchen auf seinem kahlen Kopf wachsen lassen und wusste nicht, was das ist. Du konntest mich aufklären, was hat er da gehabt? Ja, richtig, und zwar am Abreisetag der Mannschaft war das, da habe ich ihn morgens dann auf einmal gesehen, wie er eine Mischung aus einem Pflaster und einem Verband auf der Stirn hatte. Und das ist natürlich sofort aufgefallen, deswegen habe ich halt gleich mal drauf angesprochen, was ihm halt passiert ist. Da hat er gemeint, beim Joggen mit einzelnen Spielern, da muss er dann letztendlich dem Auto ausweichen. Das hat er auch geschafft, nur ist er dann gegen ein Verkehrsschild. Also der ist gegen ein Schild gerannt, okay. Ja. Okay, hat man schon Informationen, wie es dem Schild geht? Nein, liegen mir leider nicht vor. Ja, okay. Gut. Ja, dann wäre das auch geklärt. Das sah tatsächlich sehr lustig aus. Jetzt noch gerade, wenn wir schon hier so da stehen nach dem Spiel, ich würde sagen, oder meine erste Reaktion war jetzt gefühlter Sieg jetzt am Ende. Ja, wobei, ich muss sagen, auch generell in der zweiten Hälfte und gerade auch nach dem Ausgleich traue ich so ein bisschen den Chancen hinterher, weil das 2-1 wäre auch noch möglich gewesen. Ja. Aber wenn man so lange in Unterzahl ist, wo ich mich persönlich auch frage, ob das wirklich eine rote Karte und Notbremse war. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da muss man letztendlich mit dem Punkt zufrieden sein und das kann man, denke ich, auch. Ja. Ja, zumal wir jetzt halt Karlsruhe auf der gleichen Distanz halten wie vorher. Ja. Also das heißt, die können uns jetzt schon mal nicht mit ihrem Nachholspiel dann punktemäßig einholen. Das ist schon mal, ich sag mal so, das Mindeste, was wir heute erholen wollten. Aber nachdem es ja schon denkbar ungünstig losging, ist es eigentlich im Nachhinein jetzt sind wir, und dann mit dieser, ja, mit der roten Karte, da müssen wir noch mal gucken, wie es jetzt tatsächlich war im Fernsehen. Aber insgesamt können wir dann, gehe ich mit dem 1-1 dann leben, oder? War auf jeden Fall eine Bombenstimmung am Ende. Ja, das stimmt. Ja. Okay, dann vielen Dank, Dominik. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut. Ciao. So, das war dieses. Genau. Den Dominik grüße ich nochmal an dieser Stelle und auch seine Mutter. Die ist, glaube ich, auch fleißige Hörerin hier unseres kleinen Podcasts. Seid ihr noch da? Also ich bin noch da. Ich werde mich den Grüßen einfach mal anschließen. Eher so unbekannterweise. Dominik habe ich kurz gesehen. Vielen Dank, dass er so ausführlich berichtet hat. Und ich fürchte, das Straßenschild, das wird sich erledigt haben. Das ist wahrscheinlich akramponiert jetzt, ja, genau. Von Micha hören wir nichts mehr. Micha, hast du deine Stummschaltetaste vielleicht gedrückt? Ja. Ah, da ist er. ich bin da. Es gab noch ein anderes Feedback zur letzten Sendung. Und zwar hatten wir doch nach den schlimmsten Hintertornetzen gefragt. Und da hat tatsächlich noch auf Twitter noch jemand was beigetragen. Kannst du mal sehen, es liegt nicht nur an mir. Nee. So, jetzt muss ich bloß gerade mal gucken, ob ich das noch auf die Schnelle finde. Warte mal. Oder Sonja, hast du es noch in Erinnerung? Okay, ich dachte, du hättest es vor deiner Nase, deswegen habe ich es nicht auch nochmal rausgesucht. Ich hatte das so lange Zeit, Gunnar. Ja. So lange Zeit gehabt. Ja, ich musste ja erstmal den spannenden Bericht jetzt hören hier. Ach so. So, warte mal, haben wir aber gleich. Ich muss nur mal kurz scrollen, falls das Twitter... Wir bräuchten so eine Pausenmusik. probiere es erneut. Ah, jetzt. So, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Vor dem vier ersten Wochen, würde ich mal spontan tippen. Da muss ich aber jetzt scrollen. Ja,
Micha, sag was. Machen wir doch schon mal mit dem nächsten Punkt weiter. Ihr könnt schon mal anfangen. Ja? Gehen wir jetzt nach Polen, oder? Ja, mach doch. Erzähl mal was von Polen. Geh mal nach Polen. Ja, Gino Letteri ist ja jetzt Trainer in Polen. Er ist nicht nur Trainer in Polen, er ist Trainer des Jahres in Polen. Er ist ja bei Corona Kielce. Ja, hat jetzt auch noch Zlatko Janic dorthin gelockt. Der, war das jetzt schon nach Ablauf der deutschen Transferfrist? Kam ja auch so vor. War schon sehr spät, gell? Ja. Also es war irgendwie im Februar, glaube ich, erst. Also auf jeden Fall ist Zlatko Janic von Duisburg auch nach Kielce gewechselt. Und ja, also Letteri scheint da ganz gut angekommen zu sein. Da gab es ja am Anfang, glaube ich, auch irgendwie, gab es da nicht auch irgendwie Probleme mit von seinem Umgangston oder so? War ja, hat er wohl auch irgendwie, weiß nicht mal, irgendwie was rausgehauen. Irgendein beleidigt. Ich glaube, das haben wir ja sogar mal erwähnt hier. Ja, genau. Genau. Und jetzt scheint er aber da, wie gesagt, doch recht vergleichsweise erfolgreich zu sein. Also sie sind jetzt wohl aktuell was waren die mal, siebter oder was? Also sie waren jetzt nicht so ganz weit vorne, ja. Aber ja, also er scheint da aus den Möglichkeiten einiges zu machen und hat sich jetzt noch einen bekannten Herrn Janic gesichert. Ich weiß nicht, wie stark der jetzt noch spielt, aber in Duisburg haben sie anscheinend auch nicht mehr auf ihn gesetzt. Ja, ich glaube, da kam der jetzt nicht mehr so zum Einsatz. Da fehlt es wohl ein bisschen an Geschwindigkeit. Genau. Also Corona Kielce ist jetzt Fünfter. Ja, 3 Punkte vom internationalen Geschäft entfernt. Ja, ist ja dann tatsächlich ganz ganz gut. Kann die Sonja ja mal dann, wenn sie die holländische Zweite fertig hat, die polnische anfangen. Ich habe tatsächlich noch kein Spiel im Polen gesehen. Das ist noch fett auf meiner Liste drauf. Ja, siehst du. Gehe ich mir Gino angucken, wie Gino in Polen den Hessen-Pokal gewinnt. Genau, oh, das ist cool. ja, ansonsten hat Maximilian Reule am Wochenende in der Startelf gestanden für Groß Asbach, was jetzt keine geglückte Premiere war, weil er direkt 4 Dinge kassiert hat, die man ihm jetzt nicht unbedingt anlasten kann, aber auf jeden Fall hat er er hat jetzt nicht gespielt, weil die bisherige Nummer 1 verletzt oder gesperrt war, sondern der saß auf der Bank und er scheint da jetzt weiß ich jetzt nicht, ob er weiterhin spielt, aber ist ja auf jeden Fall schon mal ganz gut, auch wenn er nur kurz bei uns war. Und genau. Und dann gibt's dann das war ja auch ein ganz enges Rennen, bei denen habe ich noch so ein bisschen im Hinterkopf vor der Saison, wer von den beiden spielt, ob Reule da die 1 mit. Und das hat er ja ganz knapp nicht geschafft. Genau. Genau. Ich habe in der Zwischenzeit den entsprechenden Tweet gefunden. Martin hat uns geschrieben, bei Twitter als Fan-Elton unterwegs. Der hat sich über das Netz in Dresden aufgeregt. Oder das heißt aufgeregt. Zumindest fand er es sehr anstrengend, wie er schreibt, weil das irgendwie so komisch halb so im Blickfeld hängt. Irgendwie so komisch gerafft. Hat ein Foto dazu gehängt. Das sieht tatsächlich ziemlich bescheuert aus. Also das hätte mich auch genervt. Ja, ist ein bisschen wie das, was Julian mir auch geschrieben hat. Ein Hoffenheim-Fan, der meinte, dass es in Bremen im Gästeblock, wenn da das Netz davor nicht richtig gespannt ist, auch da im Schlissen aussieht. Also das sieht ja jetzt auch auf dem Bild, was Martin uns geschickt hat, sieht es ja auch so aus, als wäre das einfach nicht gescheit durchgespannt. Ja. Du bist jetzt gerade so ein bisschen verkruspelt, Sonja. So vom. Ja, das höre ich auch so. Ja. Oh Gott. Da sage ich einfach nichts mehr. Ja, wir brauchen gleich nochmal deine Expertise. Oh je. Wo wir hier gerade jetzt schon bei ehemaligen waren, um nochmal dahin zurückzuspringen. Nämlich Jan Fieser, der hat mal bei uns ein Jahr gespielt und ich muss zugeben, ich hatte kein Bild mehr von dem Mann vor Augen. Also den Namen kannte ich noch, aber ich hatte...
Kam der nicht auch aus Sandhausen? Der kam aus Sandhausen und ging dahin auch, glaube ich, zurück. Der ist wieder zurück, genau. Ja. Genau, der war das eine Jahr, das ist auch schon länger her, 2010, 11 war der bei uns. Was ja eigentlich das Gute war. Das war das, wo wir, was hat man vorhin schon erwähnt, wo wir mit Lettieri Vierter wurden und den Hess-Pokal gewonnen haben. Dank Janjic. Der war auch schon da, genau. Und da hat auch Jan Fieser im Mittelfeld gespielt und hatte, weiß nicht, ich habe es heute mal nachgeschaut, irgendwie, ich glaube, 23, 24 Spiele oder sowas. Also schon die Mehrzahl der Spiele hat auch tatsächlich gespielt. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt, ich hatte kein Gesicht mehr vor Augen. Ich wusste nicht mehr, wie er aussieht. Jedenfalls, der ist jetzt zusammen mit jemand anderem neuer Trainer der U19 von Eintracht Frankfurt. Also bisher hat er wohl die U17 betreut. Und nachdem die jetzt gerade offensichtlich Panik haben, dass sie aus der Junioren-Bundesliga absteigen, haben sie da zwei Vereinslegenden irgendwie entsorgt und dafür die U17-Trainer hochgezogen. Wer war das? Schur? Alex Schur? Und Bindewald. Und Bindewald natürlich, genau. Was dir vermutlich schon ein bisschen schmerzt, oder dich ein wenig schmerzt, Sonja? Möchte ich nicht drüber reden. Nee? Das tut zu weh. Ja, okay. Es ist furchtbar, dass sie die rausgeschmissen haben. Nein. Haben sie für die jetzt nichts anderes, dass sie die jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, mal irgendwo parken und dann demnächst irgendwie, was ich... Also laut Meldungen sind die halt einfach raus. Hm. Ich weiß es nicht. Also das wundert mich auch. Aber gut. Ja. Die werden ja wahrscheinlich irgendwann so als Trainerteam bei, was weiß ich, bei Bochonia Fliegen oder sowas aufschlagen. Ja, sehr gut. Wie Jan Fieser jetzt dahin gekommen ist, der war ja dann offensichtlich, weiß nicht, wie lange war der jetzt schon bei der U17? Hast du das schon mal gelesen? Also wenn ich es richtig gelesen habe, ist seit dem letzten Jahr. Das war mir auch gar nicht so richtig bewusst, das hatte ich jetzt auch nochmal nachgeguckt. Ist wohl letztes Jahr da irgendwie dazu gestoßen. Okay. Und hat bis dahin, glaube ich, aber auch ja noch gespielt. Also. Ja. Der hat erst vor kurzem dann auch seine Karriere beendet und ist halt in Richtung Trainer gegangen. Okay. Aber ich meine dann gleich, ja gut, U17, da kann man schon mal einsteigen, so als Ex-Profi. Ja, das ist aber. Ja, gerade ist ja auch Co-Trainer, also er ja. Ist jetzt nicht Cheftrainer. Ja. Ja, gut. Aber das werden wir mal beobachten. Den können wir dann demnächst. Ich habe jetzt nicht genau, das ist, glaube ich, irgendwann im März, ist das, glaube ich, das Rückspiel dann auf dem Hallberg von unserer U19 gegen Eintracht Frankfurt. Ja, mal gucken, wenn sich das einrichten lässt, werde ich da sicherlich auch mal vorbeischauen, wenn es nicht irgendwie terminmäßig kollidiert. Und dann, ja, sehen wir auch noch Legenden auf der anderen Seite. Das geht aber schnell bei dir, dass man zur Legende wird. Ja, klar, war in der 2011er-Saison dabei. Aber weil du sagst, du hattest kein Bild mehr vor Augen, ich hatte das noch vor Augen, und zwar, weil er irgendwie aussieht wie der kleine Bruder von Max Kruse. Auch so ein bisschen so ein längliches Gesicht, ne? Ja. Ja, genau. Das fiel mir da auch noch wieder ein, ja. So, jetzt hätten wir eigentlich zum Abschluss nur noch unsere Hassrubrik. Aber nachdem jetzt gerade deine Verbindung so ein bisschen schlecht ist wird und außerdem wir auch schon wieder an der 2-Stunden-Marke sind. Da hassen wir jetzt einfach die Verbindung und sind fertig an dem Ball. Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen, dass wir uns das vielleicht aufheben. Ich höre euch auch nur noch so abgehackt. Also es muss irgendwo hier an mir liegen gerade, aber ich habe auch nichts verändert. Wahrscheinlich gibt es hier gerade so ein bisschen auf. Okay. Dann hassen wir diesmal nur die schlechte Verbindung und das andere heben wir uns auf fürs nächste Mal. Und das ist noch was nicht wegläuft, was ich da reingeschrieben habe. Genau, das ist ein Evergreen. Und ansonsten unsere Statistiken. Saisonspende und so weiter, Tippspiel, das können wir auch beim nächsten Mal wieder drauf gucken. Ja, also ich muss ja jetzt mittlerweile sagen, dass ich doch, wenn Aalen ein Tor schießt, immer ein bisschen einen kleinen Schweißausbruch kriege. weil Schnellbacher ja doch jetzt regelmäßig da spielt und auch jetzt ein paar Tore vorbereitet hat am Samstag. Ja. Aber das könnte nochmal interessant werden, ja. Ja, aber mit der Luca selbst Wette. Hat er, glaube ich, immer noch, steht immer noch bei 2, ne? Nee, bei 4. Hä? Wann hat er denn 2? Ja, der hat ein paar, ja. Der hatte doch, also zumindest bei 3, meine ich. Also der hatte doch jetzt seit in 2000, ich meine, er ist mit einem Tor in die Pause gegangen, oder?
Ich meine, wir hatten das letzte Mal davon gesprochen, hatte da nicht gerade sein zweites gemacht oder irgend sowas. Nee, das war noch bevor die Runde wieder losging. Ja, also der hat jetzt, seitdem er da jetzt auch regelmäßig spielt, auch ab und zu mal getroffen. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen entfernt von den angepeilten. Der ist jetzt bei 4-10. Genau. Also er ist jetzt schon. Ja, ich habe gerade geguckt. Ja. 4 Tore, 4 Vorlagen. Ja, na, siehst du. Und wie viel haben wir jetzt noch? Das war jetzt, glaube ich, 24. Spieltag oder sowas, ne? Ja, es kommt noch 14, ja. Ja. Na, guck mal. Apropos Ahlen, nachdem wir die jetzt gerade schon zweimal erwähnt haben, unser Freund Peter Vollmann wird dort am Ende der Saison seinen Vertrag nicht verlängert bekommen. Das haben sie schon angekündigt. Das haben sie frühzeitig angekündigt. Ja, bin mal gespannt, wie das dann läuft. Ne? So. Ja, sehr komisches Anspruchsdenken, finde ich, aus der Ferne, aber gut. Ja, gut, vielleicht haben sie sich tatsächlich dann halt überlegt, es geht auch jetzt von der, weiß nicht, spielerischen Entwicklung oder was nichts voran und wollen dann halt vielleicht irgendwie mit einem frischen Trainer einfach jetzt wieder einen neuen Schwung dann reinbringen. Aber es gibt jetzt ja keinen Grund, jetzt irgendwie während der Saison jetzt irgendwie dann noch einen Umbruch zu schaffen oder zu machen. Vielleicht ist das so der Plan, weiß ich auch nicht. Und Andrich steht bei 11 gelben Karten. Also da kam jetzt erst eine gelbe Karte dazu nach der Sperre. Mhm. Also in 3 Spielen eine gelbe. Da ist er seltsam diszipliniert aktuell. Ja. Gut. Auch das werden wir beobachten. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir es damit mal ab. Ja, also wie gesagt, die ultimative Trainerstatistik gibt's auf stehblock.de. Auch da könnt ihr uns natürlich gerne Kommentare hinterlassen, jetzt zur aktuellen Folge oder auch gerne zu jedem einzelnen Blogbeitrag, der da erscheint, also sprich die Spielberichte, die da zu jedem Spiel kommen. Ihr könnt uns auch auf Facebook gerne liken und teilen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen und was kann man da noch machen? Auch liken und retweeten. Über eine iTunes-Bewertung oder Rezension würden wir uns natürlich ganz besonders freuen. Auch auf YouTube sind wir da. Also es ist eigentlich für jeden was dabei. Das Einzige, was wir nicht haben, was macht man sonst noch so heutzutage, Sonja? Instagram? Instagram, Snapchat, so für die jungen Leute. Ja, genau. Da, so weit sind wir noch nicht. Weiß nicht, ob wir das nicht aussetzen. Dafür haben wir coole Soundeffekte. Ja, genau. Klingt so ein bisschen Star Trek-mäßig irgendwie. Ja. Genau. Also, ja, wir freuen uns immer, von euch zu hören. Lob und Tadel gleichermaßen. Naja, Lob natürlich lieber als Tadel, aber wenn ihr was zu kritisieren habt, hören wir uns das auch gerne an. Und vielleicht können wir auch irgendwas verbessern. Ansonsten sage ich zu häufig ansonsten, glaube ich, das weiß ich auch. Das müsst ihr mir nicht sagen. Nein, dann mach Schluss jetzt. Ja, du moderierst gerade sehr lang auf den Schluss hin. Ja, ich habe hier irgendwie, suche gerade in den Notizen, ob ich noch was hatte, aber dann doch nicht. Okay, dann also. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.